Zack, da sind wir. Schönen guten Abend. Hier sind die Videospielkrieger mit dem dritten Teil von Innocent Until Caught. Heute leider in etwas kleinerer Runde als gewohnt. Warum, weiß ich nicht. Vielleicht kommt ja noch der ein oder andere Krieger mit dazu. Aber momentan sind wir hier leider erstmal nur zu viert. Ich schaue zu meiner Linken und da sehe ich niemand anderes als MHB75 Retro Chuck Norris. Hallo Manfred. Hallo zusammen. Und zu meiner Rechten, in der linken Ecke, sehe ich den Pagefall 2000 alias Latten Ingo. Nee, das Latten lassen wir jetzt weg. Die ist also gestorben. Die ist jetzt, wird nicht mehr gezeigt. Und wenn nur noch ganz kurz. Ja, hallo, schön, dass ich hier bin. Oder ich freue mich, dass ich hier bin. Und fehlen darf natürlich auch der andere Kollege aus Bayern nicht, der Maniac242. Hallo Michael. Servus. Ich sehe ja schon, ihr habt ja schon alle fleißig euren Spielstand geladen. Ich bin hier noch kurz vor der Codeeingabe. Ich will mal kurz vorher ein bisschen quasseln, weil vielleicht fühlt sich dann der Stream ja auch noch ein wenig, wenn ich hier euch unterhalte. Ich habe nämlich etwas aufgerüstet hier zu Hause. Vielen, vielen lieben Dank auch nochmal an Robin vom Retro-Kompott, der mir eine neue CPU günstig vermacht hat. Eine alte CPU, muss ich dazu allerdings auch sagen. Aber der Streaming-Rechner läuft jetzt anstelle von 4 Kern auf satten 6 Kern und hat eine flotte SSD jetzt als Boot-Medium bekommen. Jetzt braucht das Ding nicht mehr 1,5 Minuten, bis er oben ist. Und wenn ich Updates fahre, auch keine 3 Stunden mehr. Das geht jetzt alles wirklich super flott. Und ich bin ganz stolz, dass ich meinen so alten Rechner, weil ich glaube, insgesamt hat der jetzt fast 12 Jahre auf dem Buckel, immer noch wirklich toll hier nutzen kann. Weil andere schon mal gefragt haben, eine Grafikkarte, die ist dann natürlich auch verbaut, das ist eine 1080 Ti. Die übernimmt dann von OBS-Seite dann ein wenig das Hardware-Rendering, aber das macht sowieso nichts, weil Zoom kuddelmoddelt das sowieso dann wieder alles zusammen zu einem Brei. Egal. Das war's zu meinem Streaming-Rechner. Deswegen bin ich heute auch ein wenig manuell unterwegs. Meine Streaming-Decks, die ich sonst hier benutze für das ganze Umschalten der Vorspänner und so weiter, die habe ich noch nicht eingerichtet können, weil ich heute einen sehr wichtigen Tag habe und auch sehr viel erreicht habe. Und etwas spät nach Hause gekommen bin. Von daher, nächstes Mal geht's hier wieder etwas runter zur Gange. Ja, Innocent Until Caught. Mensch, Leute, da sind wir beim letzten Mal ja richtig weit gekommen. Und also eins werde ich nicht vergessen. Dieses bekackte Labyrinth. Wollen wir noch mal kurz in die Erinnerung vom letzten Mal schwelgen? Was ist euch beim letzten Mal dennoch so hängen geblieben? Ja, das Labyrinth, das war katastrophal. Also das war ja eine Steuerung wirklich, die war sowas von ungenau und schlecht. Und teilweise hat man sich ja dann gegenseitig mit diesem NPC blockiert und kam dann nicht mehr raus. Und das war mehr als frustrierend. Vor allem auch die Leitern, es war nicht erkenntlich, wo es da weiterging teilweise. Und vor allem, das hat auch nicht reagiert. Und das hat ja auch dann zur Folge gehabt, dass wir dann oft also an dem richtigen Ausgang auch vorbeigelaufen sind und dann wieder zurück, weil wir das nicht gefunden haben, weil der nicht reagiert hatte. Ja, das war wirklich ein wildes Hin- und Her-Geklicke. Und ich weiß ja auch noch, weil mein Freudenschrei vom letzten Mal, wie ich dann aus diesem vermaledeiten dann Labyrinth dann endlich dann in die Freiheit gelangt bin, um dann auf einem weiteren Raumschiff zu landen. Ein Kreuzfahrtschiff, Raumschiff, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Da muss ich ganz ehrlich sagen, weil in letzter Zeit so viel los war und ich auch so viel vor der Kamera hier gesessen habe, muss ich da gleich erstmal mein Safe-Game laden und mich dann erstmal ganz kurz erstmal erinnern, wo bin ich denn jetzt hier überhaupt und was muss ich denn machen? Jemand anders vielleicht, Michael, vielleicht du, weißt du, wo wir jetzt doch genau gelandet sind? Ihr wart, glaube ich, schon ein bisschen, ihr habt, glaube ich, schon ein bisschen reingespielt, ne, beim letzten Mal? Wir hören dich nicht. Wir haben alle ziemlich gleich aufgehört, letztes Mal. Okay. Und zwar, gleich nachdem wir aus dem Gefängnis ausgebrochen sind, wurden wir von einer sehr geheimen Geheimorganisation in Empfang genommen. Und dort wurde uns nochmal erklärt, dass wir ganz dringend als Meisterdieb
einen bestimmten Gegenstand klauen müssen. Ich glaube, Trenton nannten die das. Keine Ahnung, was es sein soll. Momentan sind wir halt eben Gast auf diesem Geheimschiff und fliegen gerade unserem Ziel entgegen. Ja, okay, dann müssen wir gleich mal schauen, wie wir da zu Rande kommen. Ich kämpfe noch ein wenig mit meiner Konfiguration, weil ich ja, ich spiele ja über die DOS-Box und muss jetzt erstmal hier mein Spielefenster erstmal hier auf den richtigen Monitor schieben. Sonst erkenne ich da nur die Hälfte. Irgendwie das mit dem Skalieren habe ich irgendwie schon wieder vergessen. Und wie war das nochmal mit Beschleunigen? Welche Control F12 war das, ne, oder? Genau, Steuerung F12. Genau, mal auf ein bisschen mehr Cycles stellen, das gute Ding. So 15.000 sind eigentlich guter Wert. Okay, dann würde ich das mal tun. Und dann muss ich, wie man hier sehen kann, auch noch eben kurz im Handbuch wühlen und mal eben die Kombination eingeben. Und da das Handbuch so altersgerecht gedruckt ist, darf ich jetzt auch noch ein bisschen vergrößern. So, jetzt sollte es aber gleich losgehen. Wenn ich mich nicht vertippe, ist das dieser Code 9405. Korrekte Eingabe. Altes Spiel wieder aufnehmen. 44% Kreuzfahrt. So habe ich mir das Ganze gemerkt. Spiel wiederhergestellt. Okay, ich muss mal eben als allererstes bei mir den Ton etwas leiser drehen. Weil diese Fanfaren, die da auf dem Kreuzfahrtschiff am Anfang sind, die sind doch ein wenig nervig. So, jetzt aber. Jetzt haben wir's. Habt ihr schon mal Spannendes entdeckt im Zimmer? Ja, die Blumen konnte man aufnehmen und man konnte irgendwie dieses Buch da aufnehmen, ne? Genau. Wenn man sich das anschaut, das Buch ist ein Reiseführer. Genau. Für unser Zielplaneten, Schmull. Und die Blumen, daran konnte man noch dann riechen. Sonst ist aber auch nichts weiter rausgekommen. Ah, ein weiterer Krieger will hinzustoßen. Ich lasse ihn hinein und wir können begrüßen, sofern er denn schon Bild und Ton besitzt, den lieben Marcel alias Amiga Master. Na, ist er schon da? Ja. Da. Schönen guten Abend, ich muss das Video noch starten, sehe ich. Genau. So, abgedatet auf die neueste OBS-Version und es gab nur minimale Probleme, da bin ich. Hallo zusammen. Ja, genau, OBS 27 oder, ne, ist heute rausgekommen. Hat mich gerade begrüßt, dachte ich, mache ich mal schnell. Ja, habe ja, ich auch gemacht. Wir haben jetzt ein Andu. Ja, endlich, Gott offiziell, sei Dank. Offiziell, ja, endlich das offizielle Andu. Ich habe es ja schon vorher im Release-Kandidat ordentlich getestet gehabt. OBS wird immer cooler. Ein sehnlichst vermisstes Feature von der Community. Ja. So, ich habe auch schon geladen. Das heißt, ich bin so weit wie ihr. Ha, schön. Aufgeholt. Wir befinden uns hier auf diesem Kreuzfahrt-Raumschiff, ne? Genau, auf dem Kreuzfahrt-Raumschiff, da sind wir irgendwie jetzt neu gestartet. Hattest du das Spiel eigentlich früher schon mal durchgezockt gehabt, Marcel? Ich kann mich echt nicht erinnern. Gut, da haben wir was gemeinsam. Das ist unglaublich, oder? Ja, absolut. Ich habe bereits geduscht, okay. Der Spielcharakter hat mir eins im Voraus, er hat bereits schon geduscht. Ich hätte heute gerne noch geduscht, weil ich heute hatte den ganzen Tag durch die Gegend geflitzt bin. Und bei der momentanen Fülle meines astralen Körpers war das nicht gerade angenehm bei der Temperatur. Ein Durchgang. Okay, den Fernseher kann man nicht... Oh doch, da blinkt was auf. Kann man beim Fernseher... Für das Fernsehen habe ich keine Zeit. Man kann an den Blumen riechen. Die Blumen kannst du mitnehmen. Da habe ich schon. Achso, die kannst du hier übrigens der Frau schenken, die direkt im Gang ist. Also wenn man eins rausgeht, da ist ein Ehepaar. Das ist ein Ehepaar und du schenkst der Frau so die Blumen. Ja. Warum? Schenk dem Mann doch mal die Blumen.
Hier, die hängen aufeinander und ja. Passiert dann irgendwas oder sind die dann einfach nur weg? Nee, die hat jetzt die Blumen. Gut, okay, bisher hat man es ja auch noch nicht, dass man die Gegenstände irgendwie verbaseln kann, ne? Kann man mit denen reden, mit den beiden? Ich kann versuchen, die wieder abzunehmen. Ich spreche nicht mit den frisch Vermählten. Kommt mir nicht in die Tüte. Schon bei ihrem Anblick wird mir schlecht. Warte mal, da ist da eine blinde Frau? Weil vielleicht kann man den Stock klauen. Guten Tag, die Dame. Gehen Sie dorthin zurück, wo Sie herkommen. In die dritte Klasse. Ich glaube nicht, dass es ein Blindenstock ist. Dame ist etwas gereizter. Ja. Kann man ihr vielleicht die Blumen geben? Vielleicht ist sie nicht mehr so gereizt. Oh, da kommt eine Reaktion, ja. Bei den Blumen? Ja. Echt? Also nicht, dass sie was bringt, aber. Für sie. Die haben wahrscheinlich Blattläuse. Weg damit. Das meinte ich, genau. Ach, das Spiel und sein Charme. Also. Da war schon mit dem Text mit der Kombi, so quasi, ja, dann halt nicht. Ich muss echt nochmal herausfinden, wer da die Übersetzung gemacht hat. Das würde mich echt mal interessieren, wer dafür verantwortlich ist. Und wie es im Original ist. Vielleicht ist es ja so ähnlich. Es ist so ähnlich. Das hatten wir bei Arne mal, als Arne mitgespielt hatte und dann die Szene mit dem dicken Typen, den er als war das in der Bar, den er so übelst, wie kann man denn nur so fett werden? Und im Englischen ist das genau das Gleiche. Okay, hier geht's in die Bar. Weil ich trotzdem noch finde, dass die Deutsche etwas heftiger ist. Sie sind wahrscheinlich doch langweiliger als diese Kreuzfahrt. Habt ihr mal den Reiseführer gelesen, was da drin steht? Nein, noch nicht. Ach Mist, das geht jetzt nicht mehr. Ach, schade. Leider ist es jetzt enthält faszinierend. Enthält einige faszinierende Informationen im Planeten Schmuel. Muss man den dann benutzen oder wie mit der Lupe kann man es mehrfach machen. Ah, okay. Wobei, sieht nee, bei hier mir steht das so Schmuel. Aus, die... Erzähl, Danny. Es heißt ja auch, dass zwar Kriegsrecht herrscht, Touristen aber trotzdem willkommen sind und nur selten erschossen werden. Genau. Das Buch ist bocklangweilig, das lese ich nie wieder. Genau, und das ist das Letzte, was er sagt. Bocklangweilig, das ist ja auch, ey, die Ausdrucksweise, ey, herrlich, ich finde das geil. Den habe ich doch schon mal gesehen, den Barkeeper, ich das ist dasselbe wie auf dem Planeten, oder? Ja, ist er. Kann man auch mit ihm reden? Ja, ja. Erkennt einen wieder? Jein. Du kannst ja auch noch darauf ansprechen, ob der dasselbe ist. Und erzählt dir, wie so auf dem Skyliner ist. Die kenne ich doch. Kann sein, irgendwie kommen sie mir bekannt vor. Klar, sie waren auf Tahiti. Man braucht scheinbar ein bisschen Alkohol, aber der Barkeeper verkauft einem nichts. Kann das sein? Jetzt weiß ich es wieder. Sie waren in meiner Bar, als der Krach mit den Garibaldis losging. Die Bullen haben mich nach der Sache aus der Stadt gejagt. Sie hatten damit nichts zu tun, oder? Wenn du diesem Liebespaar die Blumen gibst, ja, dann schaut mal, ob der nicht hinten was aus der Tasche raushängt bei ihm. Braucht man doch, Willen, da hängt was raus. Irgend drei oder zwei orangene Pixel, wo sie gerade noch die Hand hatte. Brieftasche. Ich habe das nämlich auch gemacht, weil ich dachte, wenn man dem Paar schon die Blumen geben muss oder kann, dann hat das doch wahrscheinlich eine Ursache. Brieftasche. So, Zeit für einen kleinen Taschendieb. So, jetzt kann man einen Drink kaufen. Beim ersten Mal getroffen, die zwei, drei Pixel. Aber hat er denn nicht gesagt irgendwie, dass auf dem Kreuzfahrtschiff die Drinks umsonst sind? Nee. Er hat gesagt, die sind nicht umsonst. Ah, okay. Die sind nicht inklusive. So. Ja, dann ab in die Bar. Ach, und unser Kollege, mit dem wir geflohen sind, steht ja auch in der Bar rum. Ein Drink her.
Das ist echt so ein Schnodderdeutsch. Hm. Was ist das? Ah, eine Kreditkarte. Okay. Ach so, kannst du das aufmachen? Das... Ja, mit dem Zeigefinger habe ich drauf geklickt. Da sind wohl noch ein paar Sachen drin in der Ja, du musst es aufmachen, sonst geht's nicht. Sonst kannst du nichts holen. Eine Kreditkarte ist drin und ein Pass von Laszlo Gwynn. Wie machst du das denn auf? Ach, mit dem Zeigefinger. Ja. So, warte mal, jetzt gib mir die Kreditkarte den Barkeeper. Was, er braucht den Ausweis, um die Kreditkarte zu sehen. Ja, gibst du ihm den Ausweis, du hast den doch, oder? Geht das nicht? Ah doch, der geht auch raus. Oh, das ist doof. Oh, leck mir mal diese Flasche. Aber ich kann ihm nicht den Ausweis geben. Der Grüne rechts in seiner Rüstung oder was das ist, der kommt mir irgendwie bekannt vor. Klar, mit dem sind wir doch geflohen. Wir sind geflohen mit Namen. Siehst du, ist wieder eine Woche her, alles ist resettet. Ach, Alka-Seltz, ja. Jetzt, genau, da haben, ja. Oh Mann. Zeit für einen Kleintaschendiebstahl. Hey, da ist was drin. Oh, das heißt, ich muss anscheinend erstmal den Ausweis auf mich umschreiben, dass ich an die Flasche rankomme. Achso, warte mal, da steht die Flasche jetzt. Die kannst du nicht umschreiben. Ja, die kannst du aber nicht nehmen, weil den gibt er erst raus, wenn du... Ah, nee, doch. Ich trinke. Guck hier. Kannst ich du ich habe die Flasche leer getrunken. Jawohl. Jetzt fall ich um. Klar, so kriegst du dann die 2 Wochen rum. Ja. So, Weitungsspeicher wird benutzt. Ja, fertig. Ich bin weg von der Flasche. Ja, wie geil. Einmal einfach saufen. Nur totsaufen. Einmal nur saufen und dann. Nur mal rein aus Interesse, bei wie viel Prozent bist du jetzt? Moment. Moment. 52,4. 52. Das hat ja einen Sprung von 9% gemacht dann. Ja. Von 44%? 52,4 bin ich genauso. Ah, Sie müssen zahlen, okay. Und dann drückt bei ihm einfach die Kreditkarte in der Hand. Genau. Und dann sagt er zwar noch irgendwas wegen Ausweis, aber kannst du einfach die Flasche nehmen und saufen. So, ach, da ist wieder diese blöde Frau. Die größte Flasche Alk, die sie haben. Wie macht man das dann? Ah, jetzt hatten wir, oh, meine Flasche, haben wir alle die gleiche Flasche gekriegt, oder? Ja, so eine riesige. Riesige braune Flasche, alles klar. Die kannst du jetzt einfach benutzen. Oder nehmen, weiß ich jetzt nicht. Na, nehmen. Ja, so benehmen trinkt er die automatisch. Trinkt ja mal auf Ex. Ah, dieser Humor, ey, von dem Spiel, ey, göttlich. Göttlich. Muss jetzt irgendwas mit der alten Frau machen. Ja, hallo auch an alle neu dazugekommenen Leute im Chat. Wie ihr seht, spielen wir immer noch Innocent Until Caught. Haben jetzt das Kreuzfahrtschiff verlassen und sind jetzt auf einem Planeten gelandet. Oh, nicht, wir haben hier einen Kater, anscheinend. Aua, 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 mein Kopf, nie mehr. Ah. Was ist der Grund meines Besuchs? Eine Superwaffe stehlen, Jungfrau des Planeten deflorieren, Vorreiter feindlicher Truppen oder ich mache Urlaub? Mindestens nur das zweite, oder? Ich habe Urlaub genommen. Echt? Ja. Ah, egal, was du anklickst. Egal, was du anklickst. Er sagt, du machst Urlaub. So, wo ist die nächste Bar? Wo wohnt
Haut. Ja, Greco, beim nächsten Mal bist du hoffentlich dabei. Das würde mich auch sehr freuen, wenn Berlin dann auch mit dir von der Runde ist. So, oh, jetzt habe ich auch endlich die Flasche. Ach, Sie spielen aber Amiga, ne? Ja. Meint ihr die Flasche in der rechts unteren Ecke am Tisch? Nein, nein. Die Flasche vom Barkeeper, die stellt er auf die Bar. Eine riesengroße Flasche. Okay. Ich wusste, dass die Lady hier schmuggelt. Das habe ich ausgewählt. Hey, eine Pelzstola. Müssen wir noch klauen können. Denk mal die alte Dame ab, ja? Okay, kann ich sie abknallen? Nein, nur ablenken. Hallo Lady, wollen Sie mal meinen Namen sehen? Igitzi, dreckiges, verkommenes Stück. Weg mit Ihnen. Jetzt kriegt er einen Stock auf den Kopf gehauen. Wie geil. Ein richtiger Giftzahn. Alter Schwede, ey, dieser Humor. Jetzt muss ich wahrscheinlich hier was macht man denn hier mit dem Ablenkmanöver? Da muss ja irgendwas, das muss ja ein Grund. Ja, da machen. Liegt der Pelzstuhl auf den Gepäckstücken. Gepäckstücke? Diese braunen Pixel auf dem roten. Ja, ja. Ich dachte, das ist Dreck. Wie heißen Sie? Jack Tillett, Peter Mustermann, Red Butler, Fritz Müller? Nee, ich habe den Namen genommen, der im Ausweis stand. Welcher war das, Red Butler? Nee, der erste. Warte mal, Jack Tillett. Jack Tillett ist ein richtiger Name, da wissen Sie ja gleich, wer du bist. Nee, der hat das Quinn kriegen. Stand im Ausweis. Ich muss mal gucken, was drin stand. Ich weiß es nicht mehr. Ich sag jetzt mal, Jack Peter. Jack Tillett? Nicht Peter Mustermann. Dieser Name steht nicht auf der Passagierliste. Ah, okay. Ja klar, weil du sollst geheim agieren. Mhm. Das ist doch der Name von dem Portemonnaie, was du geklaut hast. Ja, genau. Ja, und ist doch gut. Ja, Jack Tillett ist ja der richtige Name. Genau. Laszlo Quinn steht im Ausweis drin. Kommt man aus dem Gespräch eigentlich irgendwie raus? Escape? Nee. Hast du alle Namen jetzt durch, oder? Fritz Müller hat noch gefehlt. Ich habe jetzt gesagt, ich habe den richtigen Namen aus dem Pass gesagt. Ne? Die Auswahl dann. Was ist der Grund für Ihren Besuch? Ah. Ich will die Superwaffe stehlen, oder? Ich will die Jungfrauen Ihres Planeten deflorieren. Oder? Ich bin der Vorreiter feindlicher Truppen. Nimm mal das Zweite. Das habe ich mal so genommen, spaßeshalber. Oh, er sagt dann immer, ich mache hier Urlaub. Genau. Ich habe als versehentlich erst erstes mit meinem Knastbruder geredet. Die erste Antwortmöglichkeit fand ich so lustig. Warte auf mich in der nächsten Bar. Das Gespräch ist sofort beendet und er geht in die nächste Bar. Auch hier wieder. Wo ist die nächste Bar? Nur ein paar Hüser weiter. Ja, das E haben sie nicht geschafft, in die Übersetzung mit reinzuquetschen, aber das Ü funktionierte. Mhm. Welche Strafe steht auf das erste Delikt? Tod durch Verstümmelung. Schöner Tag, nicht? Und es sind wieder ein paar neue Leute dazugekommen. Schönen guten Abend auch an euch. Man kann hier dieses geheime Militärprojekt auswählen. Ich glaube, da geht es irgendwie weiter. Wo ist das Labor? Kann man das Ding hier aufnehmen auf den Kisten? Bis jetzt habe ich es noch nicht geschafft. Ja, den Pelzmantel. Den Pelzmantel, den kann man aufnehmen. Ach so. Du musst die Frau ablenken. Naja, alles klar. Dann muss ich wieder mit nachreden. Lenk mal die alte Dame ab. Ja. Oh, eine Bar. Das ist immer gut. Das sieht schwer nach Waffenladen aus. Nee, Alzek. Ach, Labortechniker ist in der Bar. Habt ihr sonst noch irgendwas da am Flughafen gemacht oder seid ihr denn abgehauen? Nö, ich bin abgehauen. Geklaut und dann weg. Ich habe den Kollegen noch in die Bar geschickt. Ach so, ja. Pff.
Ja, das habe ich aus Versehen gemacht. Das war die erste Möglichkeit, Antwortmöglichkeit. Und bin ich hier in einem, Gemischtwarenladen. Sieht eher schön Eisenwaren aus. Ja, Eisenwaren, stimmt. Ja, es ist die Uniform eines voll ausgebildeten Waffen- und Geheimapparattechnikers. Kann ich Ihnen helfen? Verkaufen Sie hier Alkohol? Na, wo arbeite ich? Ja, im Geheimlabor. Ja, toll. Okay, ich muss nochmal mit ihm reden. Ich glaube, wir haben das noch nicht genommen oder hat mir irgendwas gegeben? Was ist das denn? Was hat er mir denn jetzt gegeben? Hat das gegeben? Ja, der im Laden. Lass sehen, das ist ja interessant. Wenn ich auf diesem Planeten eine Prinzessin heirate, muss mir ihr Vater eine enorme Mitgift bezahlen. Da würde es sich quasi auch fast lohnen, solide zu werden. Ja, der hat mir was erzählt, dass er eigentlich noch was Interessantes. Anhänger der Königsfamilie ist, ja. Ja, da hat er mir ein Buch gegeben danach. Okay, das ist auch wieder, ja, der Diktator ist zwar, hat zwar das Militär unter seiner Kontrolle, diese alte Tradition hat er aber mittlerweile abgeschafft. Angeblich lautet das Passwort Akimbo. Okay, wir haben also jetzt ein Passwort bekommen dadurch. Hier in der Bar, da ist ein Techniker und da muss man eine Quest machen, da muss man einen Liebesbrief überbringen an eine Frau im Palast. Ah. Gibt es hier irgendwas umsonst? Nun ja, ich habe eine Schachtel mit kaputter Ausrüstung und Ersatzteilen, die keiner kauft, die können sie haben. Ah, jetzt habe ich noch eine Schachtel mit Zeugs bekommen von dem Typen. Also da diesem Elektroladen oder was das sein soll. Es sind viele interessante Sachen. Wahrscheinlich braucht man keine einzige davon. Mit den Regalen mal so durch. Das ist eine Schachtel voller mechanischer Teile. Okay, macht er die auf mit Benutzen oder so? Nee, macht er nicht. Nee. Gut, dann denke ich mal, war es das, was wir hier gebrauchen. Geh nochmal gerade zum Flughafen und schick den einen Typ in die Bar. Muss der in der Bar sein, meint ihr? Weiß ich nicht, aber wenn man es kann, ist es doch gut. Weil ich glaube nicht, dass man den zum Flughafen wieder zurückschicken kann. Weil die Frau hat da doch irgendeinen Grund. Okay. Also das eine sieht nach Labor und das andere nach Palast aus. Kusch, Eugen, Kusch, Sie sind, ich befürchte, hier im Nachteil, was? Sie sind also Techniker? Kommen Sie auf die, ja, nein, nur wenn ich deprimiert bin. Warum sind sie so deprimiert? Die Frau, die ich liebe, weiß nicht, ob es mich gibt. Ah, der Brief. Wenn ich ihnen helfe, helfen sie mir dann auch. Okay, dann. Ja, jetzt habe ich auch die Quest mit dem Brief. Jetzt habe ich auch den Brief bekommen. Mit dem Herzchen drauf hier. Wunderschön. So, wo wohl die Bar ist? Da bin ich gerade reingegangen. So, du haust mir jetzt nicht nochmal ab. Mach nicht immer direkt alles, was ich sage. Ich wollte doch noch mit dir sprechen. Ich habe übrigens in dem Kleinkrämerladen, in dem Werkzeugladen, noch einen Schraubendreher bekommen. Ich befürchte, da gibt es noch mehr. Wo denn? Ich habe versucht, alles angefangen, alles aufzuheben. Und ganz links unten
War das ja. mit das Erste, was ich versucht habe. Da steht Werkzeuge. Wenn man ja. das nimmt, kriegt man einen Schraubendreher, ein recyceltes Inventarobjekt. Ihr werdet das Icon wiedererkennen. Ja, ist das wieder schnell hier zum Anklicken? Ist ja wieder der Wahnsinn. Ich nehme gleich wieder den Joystick. Ich sehe sie. Ach so, dann war das Glück. Du musst es vielleicht machen, wenn der gerade wegguckt. Nee, ich habe den gekriegt, aber ich habe dann woanders im Regal hingekriegt. Ja, ich glaube, du kannst da nicht alles mitnehmen. Kannst nur ganz du den Schraubenzieher tatsächlich. Kannst du den Schraubendreher da mitnehmen, ja. Okay. Hallo Space Invaderin, uns geht's gut. Ich hoffe, dir auch. Oh, da haben wir einen Liebesbrief. So, dann wollen wir unseren Kollegen hier mal auch in die Kneipe schicken. Ich schicke ihn gerade zurück. So, ich speichere mal gerade ab. Schickst du ihn gerade wieder zurück zum Flughafen? Ja, den brauchen wir doch, um die Oma abzulenken, ne? Ja, um dieses Feld halt zu... Genau. ...betonen. Das ist schön, dass es dir auch gut geht, Space Invaderin. Kann ich mal meinen Dialog haben, bitte? Warte der nächsten Mal auf mich. So, da haben wir's. Also, dann bis später. Ja, wir sind auch wirklich, also, das Spiel hat jetzt ja nicht so gute Kritiken in den Zeitschriften überall bekommen, aber wir sind eigentlich auch bisher alle sehr fasziniert davon. Also, ich kann immer wieder die tolle Atmosphäre nur betonen. Die ist also absolut stimmig. Also ich fühle mich richtig in dieser komischen Science-Fiction-Welt von Jack T. Laird. Also das haben die wirklich gut. Das ist irgendwie alles stimmig. Schon 60%. Jetzt ist aber ganz schön schnell, du. Tja, vielleicht schaffen wir es heute auch. Oh, was passiert hier? Das sind Wachen. Ja. Wie hast du denn das geschafft? Was hast du noch gemacht? Das ist unten links weg. Ich habe den Schraubenzieher genommen, diese Waffenkiste, diese mechanische Kiste da. Ja. Das Buch habe ich bekommen von dem Eisenhändler. Welches Buch? Jetzt wird ihm Rede. Ich muss ihn auf den aktuellen Herrscher ansprechen, zweimal. Ah, okay. Gib dir den Buch. Ja, das habe ich nicht. Und ich habe den Liebesbrief von dem. Ja, von dem Techniker. Techniker. Gut, irgendwie muss man die Wachen loswerden. Erschießen? Jetzt sind die auch nochmal Wachen. Ach, das ist Labor. Ah. Kann ich da mit denen reden? Haben sie was dagegen, wenn ich mich für ein Foto neben sie stelle? Das war echt so Schnodderdeutsch, ne? Haben sie was dagegen? Ehrlich. So kann man sonst doch wohin gehen, außer jetzt den Wachen. Weil. Nee, also irgendwie, man kriegt ja unten in der kleinen Minikarte ja immer die ganzen Ausgänge angezeigt. Oben Flughafen. Da ist da noch ein Ausgang rechts unten, aber da ist kein Pfeil. Da kann man, glaube ich, nicht hingehen, oder? Rechts unten geht's doch zum Palast. Ah, da, doch, ja, tatsächlich, hier bin ich jetzt, ja. Kann man sterben? Das klingt nach Berlin, war ja, Greco. Das war noch nicht. Bis jetzt aber noch nicht. Wir rätseln. Ja, danke Space Invaderin nochmal, dass du hier mal, dass dir das gefällt und dass dir auch die Spiele gefallen. Das freut uns natürlich auch. Mal gucken, ob die Kollegen hier was erzählen wollen. Akimbo! Ah! Dann salutieren die. Du musst einfach Akimbo sagen. Das ist etwas instabil. Ah, da haben die salutiert. Ich kann in den Palast gehen. Wie geil. Ich bin im Bock. Guck dir mal an. Ich meine, das ist jetzt zwar simple ISO-Grafik, aber ich habe ja ein Fable dafür. Ich mag das. Ich kann nicht mit denen sprechen. Dann hast du das Buch noch nicht vom Kaufmann? Doch. Achso, ich muss es lesen. Lesen.
Ich bin gleich wieder da, gell? Ich habe bloß einen Kaffee. Das ist der Palast. Kann man da was nein, bevor du jetzt da reinrennst. Bevor du jetzt da reinrennst, kann ich hier im oder auf dem Palastgelände irgendwas machen? Nee. Kann man hier noch irgendwie unten lang? Nee, man kann wahrscheinlich nur in den Palast laufen. Das erinnert mich jetzt gerade, das erinnert mich jetzt hier gerade voll an hier Lukas Point-and-Click-Adventures, wenn man dann halt auch bei Indie oder bei Zack McCracken war es ja das erste Mal, wenn man dann in diese Pyramiden da dann rein muss, wo man halt auch so ein kleines 3-Pixel-Mannequin dann irgendwie ist. Oh, jetzt sind wir im Palast drinne. Mit dem Kollegen hier reden. Habt ihr eigentlich das komplette Gespräch mit dem Barkeeper soweit verfolgt? In der Bar, auf dem Planeten, das ist auch genial. Nicht du schon wieder. Die zwei treffen sich wieder, ist aber dasselbe. Dann fängt er an zu jammern. Wegen dir wurde ich gefeuert. Ja. Weil du über alles reierst und mit jedem eine Schlägerei anfängst, der nur entfernt nach Finanzamt aussieht. Danny, du musst sagen, ich bin der Raumpfleger. Ja. Ich wollte eigentlich noch die anderen ausprobieren, aber... Ja gut, kannst auch machen. Mit dem Optiker. Ich bin der Raumpfleger, dann machen sie sich an die Arbeit. Wie geil. Oh, und hier ist der Folterkeller. Geil. Aber warte mal, da ist ein Thron. Kann man da hinlaufen? Nee, kann man nicht hinlaufen. Okay. Wer ist er? Wer sind Sie? Ich bin der Oberinquisitor. Ich stelle die Fragen und die anderen antworten. Früher oder später. Und warum machen Sie diesen Job? Aus Pflicht für den obersten Oberherr, den schrecklichen und als Hobby. Jetzt die Antworten. Sie wohnen doch sicher noch bei Ihrer Mutter. Sie sind auch gleich ausgewählt. Sie könnte ich als Assistent gebrauchen. Nee, Sie sind sehr aufmerksam. Jemand wie Sie könnte ich als Assistenten gebrauchen. Ah, herrlich. Das ist mein Horrorkabinett. Ja, eine Folterkammer, in der wir uns jetzt hier gerade... Ja, und dann? Was musst du dann machen? Wenn ich Ihre Hilfe brauche, komme ich wieder. Vielleicht kann ich Ihnen das nächste Mal die Fragen stellen. Alles klar. Ja, mal umschauen, ob es hier irgendwas gibt. Da ist nur ein Tisch. Damit werden die Leutchen festgehalten. Damit werden Leute durch die Mangel gedreht. Bei der Eisernen Jungfrau macht aus ganz normalen Leuten Nadelkissen. Das klingt schmerzhaft. Wenn man sich darauf setzt, merkt man schon, wo der Stachel liegt. Und elektrischer Stuhl, damit wird das Hinterteil zerteilt. Damit werden die Opfer angekettet. Damit werden auf der Folterbank liegende Menschen wie ungeziefer zerquetscht. Da kannst du hier irgendwas machen? Warte mal, du kannst vielleicht mit dem Schraubenzieher die... Tja. Viel machen kann man dann... Da muss man aber anscheinend irgendwas machen. Vielleicht kann man den Liebesbrief geben. Warte mal. Nee, die sollen das sollst du der Frau geben. Ach, oder warte mal, die Werkzeugkiste. Nee. Wie seid ihr da hingekommen? Ich komme da nicht mehr raus. Ja, das berühmte Hotspot-Problem bei den Türen.
Du kannst hier mit dieser Werkzeugkiste, da kannst du was basteln. Du kannst ein Auto basteln hier mit dem Schraubendreher. Ist es der Raum, wo die Wachen davor standen, oder? Ja, schaut mal. Ah, jetzt baut er ein Auto. Ja, okay. Ach, und die kannst du jetzt im Folterkeller hinstellen. Jetzt steht er im Folterkeller. Die kannst du überall hinstellen, oder? Meinst du? Stell mal ab. Man muss erstmal aufnehmen. Ja, stell dir überall ab. Ja, okay, dann. Den braucht man bestimmt noch für irgendwas. Ja, nimmst du das Ding mal wieder auf? Macht er nicht. Oh nein, und ich habe mich gespeichert. Ich speichere mal ab. Ich habe das letzte Mal auf dem Raumschiff gespeichert. Oh nein. Da geh doch mal zur Seite. Doch, jetzt hat er es wieder aufgenommen. Oh. Aber speichere trotzdem ab. Ja, mache ich jetzt auch. Weil das frustriert dann, wenn man alles neu spielen darf. Im Palast. Tja. Aber weiterkommen tut man hier halt eben dann doch nicht. Doch, du kannst zum Thron, oder? Was kannst du da machen? Kann man zum Thron hin? Hast du aber irgendwas markiert, oder? Er wird angezeigt in der Karte. Was ist denn eine Uhrwerkmaus im Auto? Kann man ihm das schenken vielleicht? Achso, warte mal, vielleicht muss man wieder zurückgehen und dann die Wachen da ablenken, da bei dem anderen Eingang. Das war jetzt etwas unzufriedenstellend. Dachte, man könnte irgendwie noch was Schönes da machen, aber... Na, komm schon. Ich rede nochmal mit unserem Kompagnon, ob der noch irgendwas. Ich gehe mal zu den anderen Wachen. Den kannst du wieder zurück zum Raumhafen schicken. Kannst du mir etwas Geld für einen Drink leihen? Nee, der hat sonst nichts. Den kannst du nur im Grunde hin und her schicken. Das musste ich ja machen, weil ich ihn im ersten Versuch direkt in die Bar geschickt habe. Kannst du den Pelzmantel vielleicht anziehen, dass du dich irgendwie als Fuchs verkleiden kannst? Das ist eine Pelzstola. Sie ist aus Pelz und ich habe sie gestohlen. Oder das musst du irgendwas mit dem Zollbeamten machen. Warte mal, ich gehe nochmal zum Zollbeamten da und red mal, weil, dass man das vielleicht ihm gibt und dann die Frau anschwärzt. Und dann kommt die vielleicht in die Folterkammer? Hat man ja nichts von. Da kann man die Folterkammer untersuchen, wenn die gefoltert wird. So, warte mal, ich rede nochmal mit dem Mann. Nee. Da! Was liegt denn da? Messer. Ja, das kann sich nicht aufheben. Ah, okay. Ich kann Folterinstrumente nicht ab.
Tja. Irgendwie muss das doch da weitergehen. Wir haben jetzt diesen Brief. Also in der Folterkammer konntet ihr auch nichts machen im Grunde, ne? Außer mit dem Typen reden. Genau, die ganzen Gerätschaften halt eben angucken. Oder musst du diesen Kompagnon vielleicht dahin schicken, dass man dann irgendwie zusammen die Frau anschwärzt beim Zoll. Das hat irgendwas zu tun mit dem Pelzmantel. Versuch doch mal den Pelzmantel dem Zollbeamten zu geben. Achso, warte mal. Ja, ist eine Idee. Nochmal eine Erwähnung in der Bar von vorhin. Kommt mir die Figur in dem weißen Anzug irgendwie bekannt vor? Wer kennt das? Larry. Genau. Ach, meinst du echt, das ist ein Handspiel auf Larry Leffer? Echt? Ich würde es vermuten. Also. Und ja, mehrere. Moment. Ja, kann ja sein. Kurze Frage, wo ich jetzt gerade den Thronsaal sehe. Müsste da nicht auch zufällig jemand an Flash Gordon denken? Ja. General Zod oder wie er hieß? Ach, warte mal. Warte, aber du kannst vielleicht dieses Modellauto hier in diesem Pornshop geben. Da kriegst du vielleicht was anderes dafür. Ich weiß, dass man irgendwie in diesen kleinen Garten da musste. Da erinnere ich mich noch dran. Weil da die Tochter des Herrschers. Kann man da hingehen? Ich weiß, dass man da irgendwie hingehen konnte. Weil ich weiß, dass man diese Rosenhaken hochlaufen musste. Aber. Wie bist du denn da hingekommen, Marcel? Ich bin in dem Hof nach links jetzt gegangen. Einfach mal. Ach. Ganz nach links an den Bildschirmrand. Weil da war ich noch nicht, dachte ich. Ich habe erst da rechts abgegrast und jetzt einfach nach links. Hier ist eine Hundehütte oder was es sein soll. Hat aber ein tolles Gebiss. Ja, Hundehütte, dafür braucht man das Auto, weil das Auto fährt doch die ganze Zeit im Kreis. Dann jagt der Hund die ganze Zeit in dem Auto hinterher. Also wäre jetzt eine Vermutung. Ja, dieses Modell, wenn du Schraubendreher mit der Kiste benutzt, dann hast du ein Modellauto. Das Uhrwerkmaus. Ja. Wie es übersetzt ist. Aber wenn ich draufklicke, dann schreibt der scheint noch nicht ganz vollständig zu sein. Okay. Ah! Aber wir. Du kannst den Pelz vielleicht über das Ding machen. Wollte ich gerade sagen, wenn man den runterbringt, soll er vielleicht das Pelz. Dann hat man irgendwie ein Tier. Yep. Da hast du jetzt einen Wolf quasi. Geil. Das ist doch schon mal wieder eine. Ach, da oben, der kleine Weg hier oben am Tor. Da ist ein kleiner Weg. Den übersieht man ja total. Ach, den Weg habe ich gar nicht gesehen. Ich habe einfach mal nach ganz links geklickt, nachdem ich erstmal nach ganz rechts gelaufen bin. Okay, der Hund ist beschäftigt, dann schleiche ich mich mal durch das Tor. Ja, aber das ist etwas blöd, weil da gibt es jetzt auch keine Karte hier. Ah, so, dann nehme ich doch mal hier meine Uhrwerkmaus und Katze. Da, eine Rosenspalier. Ich glaube, die kann man hochklettern. Einen flauschigen Köder ergibt das. Gut, aber er will noch nichts damit. Hund. Er will noch nichts tun damit. Hier vorne auf die Wiese muss es legen. Ich habe es einfach benutzt im Inventar mit dem Zeigen, mit dem Zeigefingersymbol und dann macht er den Rest vollautomatisch. Oh, okay. Jetzt fährt das Ding hier im Kreis erstmal rum und jetzt reagiert das Mini-Hündchen. Der Kopf ist so groß wie der Rest des Hundes. Ja, aber der Kiefer ist ordentlich. Ja. Ja, und jetzt? Was kann man jetzt machen? Jetzt kann man da vorbeigehen, oder was? Und jetzt ist es kaputt. Der ist doch jetzt bestimmt abgelenkt. Wir hätten wahrscheinlich vorher da gar nicht durchgehen können. Achso, dass du einfach nur durchgehen kannst. Ja, genau. Und jetzt kann man hier diese Rosenranke hochklettern. Wie Michael schon vermutet hatte. Ich komme eine Woche nicht weiter. Irgendwie stirbt er. Ich kann da nicht hoch. Nutzen? Benutzen, genau. Bei der Wache, hast du das, warst du schon im Gemischtwarenladen? Ich habe den Schraubenzieher, dann dieses Päckchen. Du hast müsstest von ihm auch noch ein rot-goldenes Buch bekommen haben. Wenn du mit ihm redest, ist das Buch rot-golden. Das Buch musst du lesen. Mhm. Und da drin steht dann Akimbo. Oh, hier, da ist die Prinzessin. Außerdem fehlt dir noch der diese Fuchsstola.
Wer sind Sie? Die habe ich kurz gesehen, genau. Wer sind Sie? Bei der alten Frau. Wer sind Sie? Was machen Sie in meinem Schlafzimmer? Ich bin der neue Raumpfleger. Ist mein Ball durch dieses Fenster geflogen? Ich wollte nur die Pralinen bringen. Nein, ich habe eine Nachricht für Sie natürlich. Nie und nimmer. Ich wollte nur Pralinen bringen. Jeder verehrt mich. Es ist vom Gesetz vorgeschrieben. Warum sind Sie wirklich hier? Der wollte bestimmt was an die Pralinen, oder? Ich sehe keine Pralinen. Warum sind Sie wirklich hier? Ach, Sie sind die schönste Frau, die ich jemals gesehen habe. Das habe ich schon öfter gehört. Willst du ein Schmusekätzchen sein? Erstaunlich, wie so ein bisschen Testosteron das Sehvermögen verbessern kann. Wollen wir das Bett dort drüben nicht mal testen? Ich würde sie zum Essen einladen. Nee. Das hat zumindest ganz gut funktioniert. Ich bitte Sie, Sie sind der einzige Mensch, der mir helfen kann. Oh nein, nicht schon wieder einer, der Probleme mit der Potenz hat. Den Brief wähle ich nicht aus. Ich habe eine Mission, das Universum zu retten. Nein, der hat den Brief zerrissen. Oh Mann. Jetzt sag nur noch, dass ich der Schlüssel zu deiner, dass der Schlüssel zu deiner Mission ist, dass ich mich ausziehe. Vergiss es, Junge. Das war nur Werbung. Das ist auch so geil. Ach, jetzt verstehe ich. Pass auf. Ich habe einen Brief für Sie, bleibt als einzige Antwortmöglichkeit übrig, aber er wird wieder was anderes sagen und den Brief dann zerreißen. Ja. Nee, er sagt, ich habe einen Brief für Sie. Ja, die Post etwa. Ja, was kann man jetzt hier machen in dem Palast? Dann muss ich mit ihr verabreden. Das habe ich jetzt gemacht. Ja, und jetzt? Dann gehen wir wieder raus. Wenn du das Buch gelesen hast, da stand ja drinnen, genau, dass wenn du die Tochter eines hochrangigen Menschen heiratest, er dann eine wahnsinnig hohe Summe an, ach Gott, wie heißt das, Mitgift abführen muss. Und nachdem du ja immer noch eine riesige Rechnung hast, die du zu begleichen hast. Ach so. Jetzt ist er total verliebt. Jetzt ist er total verliebt und steigt auf den Balkon und springt runter. Oh, meine Knie! Ah, Alter, ey, aber der Humor ist geil von dem Spiel. Das muss man dem Spiel echt lassen. Jetzt ist hier irgendwas kaputt gegangen. Kann man das aufnehmen oder so? Nee. Ich glaube, du kannst ja nicht mal hoch. Das Buch habe ich jetzt mit der Etikette. Hast du das Buch auch gelesen? Ja, da stand dann das Passwort Akimbo. Genau. Ein Freund, dass man ein Freund des Königs sein muss. Genau. So, und jetzt schauen wir mal. Vielleicht vorne wieder zu dem im Palast rein? Ich gehe jetzt, glaube ich, erstmal zu dem Professor und sage ihm, dass das ist eine gute Idee, wohl nichts wird mit der Beziehung. Genau. Bin verliebt! Man hat den Brief aus Versehen. Szene aus Titanic. Sie hat den Brief zerrissen, genau. Der Spruch, oh, meine Knie. Geil, ey. Ah, oh, herrlich. Aber guck mal, das ist auch cool, dass man das sieht, wo man eben war. Ne? Jetzt sieht man hier von oben das Haus, wo man quasi rumgelaufen ist, und dann hier auch das die Rosenranke, die man hochgeklettert ist, und das Fenster von ihr. Das ist grafisch schon echt cool gemacht, muss ich sagen. Ja. So, hier die Typen. Mhm. Oh. Den Turbo. Also ich bin jetzt bei 73,2%. Oh. Das ich auch. Jetzt flott. Ja, wollte ich auch gerade sagen. Jetzt gibt das. Und schaffe ich es ja heute. Dann schaffen wir es ja vielleicht heute doch noch durch. Tja, genau. In die Bar und erstmal die traurige Nachricht überbringen. Ja, dass sie seinen Brief zerrissen hat. Genau. Ich habe ihren Brief abgeliefert. Mann, ist die scharf. Ja, ich habe ihn doch nicht abgeliefert. Ich weiß, mein Geschmack ist hervorragend. Finden Sie nicht?
Fantastisch, was hat sie gesagt? Sie konnte die Schnipsel nicht lesen. Sie glaubt, sie sei ein griechischer Gott. Wie das für eine Schnipsel aus? Das ist geil. Sie hält sich für einen Schwachkopf. Nee, die Schnipsel ganz oben. Nee, sie ist hin und weg. Sie möchte sie treffen. Was? Echt, wann wo? Glauben Sie, sie lässt mich gleich beim ersten Mal gleich ran? Immer langsam. Wie sieht's denn mit Ihrem Teil unseres Deals aus? Ah, jetzt kommen wir ins Labor. Ach so, ja. Was soll ich denn tun? Ich will das genau. Ich will in das Waffenforschungslabor eindringen oder etwas klauen. Das ist illegal. Nein. Lange schwarze Haare, tiefe braune Augen, 90, 60, 90. Okay, Sie haben gewonnen. Ich sage Ihnen alles, was Sie wissen wollen. Oh Mann, ist das sexistisch, Alter. Oh. Warten Sie bis zum Einbruch der Dunkelheit, dann sind keine Techniker mehr dort. Sie brauchen Schlüssel. Ich gebe Ihnen meinen Ersatzschlüssel. Sie müssen aber immer noch an den Wachen vorbeikommen. Mit Uniform kommen Sie ohne Probleme rein. Die werden denken, es handelt sich um eine Stichprobe. Ich muss gerade feststellen, wie schön die Grafik hier ist. Wahnsinn. Richtig schön gezeichnet. Toll. Ja, ne, fand ich auch. Von dieser isometrischen Ansicht fand ich auch richtig. Es fehlt zwar so ein bisschen die Animation. Also jetzt, wenn der Boden noch so ein bisschen animiert wäre oder so. Aber ansonsten ist die Grafik echt. Was hat er gesagt, wie du ins Labor kommst jetzt? Nochmal. Brauch noch eine Uniform. Scheinbar. Wir brauchen eine Uniform. Red mal mit unserem Knastbruder. Ich bin exakt an der Stelle. Kannst du eine Uniform klauen? Gucken, was passiert. Wie soll ich das machen? Keine Ahnung. Du bist derjenige mit den Connections zum Militär. Oh Mann, das ist ja fast wie bei einem echten Einsatz. Ach, okay. Der macht sich sofort auf den Weg. Das war jetzt zu einfach. Wo ist er denn da? Vor dem Labor. Da war ich noch gar nicht. Kommt man da aufs Normale hin? Ja. Und links aus dem Bild raus? Da war ich noch nicht, genau. Ach, die haben getauscht. Flupp. Zack, rennt er weg. Quasi, jetzt versteckt sich hier eine Büsche. Ja, der Assassin's Creed-Effekt kommt gleich. Psst. War da was? Ups. So, und schon eine Uniform. Wie kann man die jetzt anziehen? Gar nicht. Einfach benutzen, oder? Vielleicht auf die Toilette gehen, wäre meine erste Idee. Ach, warte mal. Nee. Da gibt es eine Toilette. Wo ist denn eine Toilette? Links. In der Bar. Da kann man rein? Oder er macht es automatisch? Vielleicht muss man da erst irgendwo. Ja, ich gehe mal. Ich wollte auch sagen, ich gehe jetzt auch mal Richtung Labor und dann probiere ich mich da im Gebüsch da umzuziehen oder so. Oh, ich komme nicht raus. Ich komme nicht raus. Nee. Benutzen. Vielleicht einfach nur. Ach. Vielleicht muss ich. Nee. Kann man ins Gebüsch gehen vielleicht? Kommt der Spruch mit dem. Nee, kann man nicht. Doch kann man. Und jetzt kann ich sagen, benutze Uniform. Nicht wirklich, ne? Nee. Ich klicke extra immer schon mehrfach, weil... Ja, ich auch, habe ich mir auch angewöhnt. Das reagiert nicht unbedingt immer beim ersten Mal, weil man vielleicht daneben ist, aber die Uniform ist ja so ein großes Inventarobjekt. Vielleicht muss man die Uniform nehmen und auf das Gewicht klicken oder so? Habe ich auch schon versucht, geht auch nicht. Jetzt auch nicht, wo er dahinter steht. Halt! Er hat gesagt, wir müssen warten, bis es dunkel wird.
Okay. Dann gehe ich in die Bar eines offen, oder? Das war meine erste Idee. Mal gucken, ob man nochmal mit dem Barkeeper reden. Habe ich zwar eben, aber da waren keine neue Dialogoptionen. Wenn man mit den Wachen hier spricht, passiert nichts wahrscheinlich. Ne? Nee, er sagt das immer nur wieder mit dem Foto. Mit dem Foto, okay. Warte, okay, mal, man kann aber mit dem anderen, mit dem Kumpel. In der Bar. Nein, nicht du schon wieder! Das Gespräch ist auch genial. Am besten kündige ich gleich freiwillig. Oh, warte mal, du musst mit dem Dude reden hier. Hier, schnell. Mit dem Kumpel musst du reden. Ich habe einen Plan und dann geht's weiter. Ach, nochmal reden mit dem, okay. Ja. Ach, ja. Das heißt, der Kumpel verkleidet sich jetzt und trifft sich mit dem Techniker. Ach, du Schande. Hübsches Kleidchen. Ach, du Schande. Ich bin mir nicht ganz sicher. Warte einfach mal ausgeschaltet im Licht in Rudis Schlafzimmer. Und Eugen reinkommt, längst ihn ab, wenn ich in sein Labor einbreche. Und wie soll ich ihn ablenken? Mit deinem weiblichen Charme. So, bist du da, Mauselein? Dann unterhalte dich eben mit ihm. Ich brauche nur ein paar Minuten. Darauf fällt er nie rein. Meine Stimme ist zu tief. Dann zieh deine Hose fester zusammen oder lass dir sonst etwas einfallen. Etwas Initiative. Das habe ich verstanden. Meine ist N. Das ist deine Initiale, du Blödmann. Ich hatte eine Initiative. Oh Gott, jetzt geht's hin und her. Das wage ich zu bezweifeln. Dein Plan funktioniert. Das in meinem Taschenmesser. Nur keine Panik, du machst das schon. Jetzt haut er ab. So, und jetzt ist Nacht und jetzt ist man hier beim Labor. Und dann kann man wahrscheinlich die Uniform anziehen. Wahrscheinlich, ja. Oh, eine Brust fällt noch runter. Die schiebt er wieder zurecht. Ach du Schande, hallo? Bist du da, Mausilein? Oh Mann, wisst ihr, was ich zuletzt gespannt habe? Stockyputz, wo bist du? Halt, ich hab ja meine Taschenlampe dabei. Ist das geil. So, ich krieg die Uniform aber immer noch nicht angezogen. Ich komm nicht hinterm Busch. Ach so, Ingo, du hast mit dem geredet und die Uniform bekommen. Nee, du bist doch schon weiter, ne? Nee, du bist ja schon weiter, stimmt. Du hast es herausgefunden, dass man nochmal mit dem reden muss. Ja, nur, warte mal, ich speichere mal ab. Ja, das ist mir nämlich auch gerade eingefallen. Mein letzter Spielstand ist in der Raumstation, in dem Raumschiff. Ja, das schadet nicht. Du bist jetzt auch nachts da, oder? Mit der Uniform. Das ist jetzt schon vorbei und ich bin jetzt genau an der Stelle, wo du bist, vor dem Labor. Ja. Mit der Uniform. Ja, vielleicht die Uniform einfach nehmen und auf unseren Charakter klicken. Vielleicht klappt das ja jetzt doch mit dem Busch, nachdem wir die andere Szene getriggert haben. Ich komme nicht mehr rein. Ich auch nicht. Man kann einfach dahinter gehen. Ganz nein, normal nein, nicht mehr. Nicht mehr, ach so. Wir haben den Hotspot entfernt. Na, warte mal, ich werde einfach... Ich gehe einfach mal stumpf rein. Ach so, ja, logisch. Halt! Hey, raus. Tut nur für Berechtigte. Hau ab. Und jetzt zeige ich ihm eine Uniform. Ich glaube das ja, dass man ihm dann die Uniform zeugt. Macht keinen Sinn. Ich kann aber auch das gerade nicht verlassen. Das ist sehr merkwürdig. Dann muss das Rätsel ja sehr nahe liegen. Oder doch. Wo gibt es denn aber die Uniform? Du musst den Kumpel in der Bar ansprechen und der sagt, ich brauche eine du musst fragen, ob der eine Uniform für dich besorgen kann. Den Menüpunkt habe ich noch gar nicht. Hallo, neue Dazugekommenen. Wie ihr seht, hängen wir immer noch bei Innocent Until Court etwas fest. Wir sind aber schon um einiges weiter als gefühlt weiter als beim letzten Mal, weil wir sind jetzt, wir haben aufgehört bei der letzten Episode bei 40%, 42%, glaube ich, ne? Und jetzt sind wir schon bei 74,8. Also mal gucken, vielleicht schaffen wir es heute auch noch zu beenden.
Ich gehe nochmal raus. Oder man muss nicht. Jetzt... Kannst nicht rausgehen. Achso. Du siehst unten auf der Karte, dass der Pfeil entfernt wurde. Stimmt. Warte mal, ich schaue mir die Uniform mal nochmal an. Das ist eine Militäruniform. Warum zieht der die jetzt nicht an? Oh, was ist denn das jetzt hier schon wieder für ein vertracktes Inventarrätsel? Kann man nochmal mit denen reden? Nee, da kommt wieder diese blöde Frage. Ach, passt auf, ich habe eine Idee. Man kann auch Sachen in die Tasche stecken. Kann man sich hier umziehen? Ach. Ja, so funktioniert's. Oh. Bitte was? Man. Nein. Hast du nur eine Tasche gesteckt? Nein. Nein. Ah, hier, so. Ja, tatsächlich. So. Oh. Jetzt das müsst, ist cool. Jetzt müsste man ein Handbuch haben. Ach, ich habe ein Handbuch. Jetzt salutieren die auch noch. Okay, jetzt sind wir hier drin. Ich habe auf dich gewartet. Ah. Oh oh. Oh oh. Und wieder im Knast. Oh oh. Oh nö. Und wieder Inventar los. Oh nö. Oh. Ey. Programmierer. Liebe Programmierer. Sollte jetzt wieder eine Labyrinth-Szene kommen. Oh nein. Ich finde euch. Nein. So, wieder das Bett anfassen. Erstmal den Eimer da hinten aufnehmen oder was das da ist. Wo ist dein Eimer? Ach, da hin. Nee, Bett kann man auch nicht anfassen. Ah, Gott. Es ist nicht gemacht. Auf den Zimmerservice ist auch kein Verlass. Welche Düfte mir entgegenstehen? Ach, das ist ein schöner Latrineneimer. Toll. Ich sehe den Hundezwinger. Hi, Jack. Ich bin's, Nam. Mit einer Leiter. Wie geil. Das ist ja wohl der Hammer. Was machst du denn hier? Ich bin gekommen, um dich zu retten. Ach, im Palast sogar. Von dir brauche ich nicht gerettet zu werden. Das wird aber auch Zeit. Womit kann ich dir helfen? Klau den Schlüssel zu dieser Zelle, sorge für etwas Ablenkung. Aber da ist doch ein Riesenfenster. Da will mir doch nicht erzählen, dass er da nicht rauskommt. Tja, bring Ruthie dazu, mich zu befreien. Da sollte man für ein bisschen Abwechslung sorgen. Ablenkung sorgen. Klau den Schlüssel zu dieser Zelle. Okay. Weg ist er. Ach. Er kommt wieder zurück. Ja, irgendwann kommt er dann wieder. Hey, Jack. Das ist so total slapstick-mäßig. Hier bin ich wieder. Er hat eine Ölraffinerie an der Küste die Luft gejagt. Nein. Ja, das ist auch am anderen in der Stadt, er wollte eine Ablenkung hier haben. Also ein anderer Plan. Das ist herrlich. Ich gehe jetzt alle Optionen durch. Wahrscheinlich ist es die letzte. Ich auch, weil die sind so lustig. Die sind echt so hammerlustig, ey. Ah, das Spiel. Oh Gott, jetzt habe ich auch noch Dichten. Und da ist er wieder.
Und was hast du gemacht? Ich habe eine Ölraffinerie am Ende der Stadt in die Luft gejagt. Das war ein Feuerwerk. Das ist doch am anderen Ende der Stadt. Ich wollte die Ablenkung hier. Oh Mann, ey. Hey Jack, das war echt so geil, wie der da angehoppelt kommt auf seiner Leiter. Setzt sich mit der Föderation in Verbindung. Okay. Weg. Hoppelt da wieder. Ich möchte auch meine Cycles erhöhen können. Bei mir dauert es immer so 30, 40 Sekunden, bis er wiederkommt. Oh. Hey, Jack. Hoppel, hoppel, hoppel. Hier bin ich wieder. Ich habe jetzt diesen Brief bekommen, aber ich weiß nicht, wo die Prinzessin ist. Ja, wo bist du jetzt gerade? Du hast den Brief? Genau. Genau. Warst du schon mal im Palast? Genau, und nach rechts ja, und unten dann, raus. Und da brauche ich, wie gesagt, die Uniform. Ja, noch nicht. Aber das neue Buch, was du bekommen hast, hast du auch gelesen, komplett? Dieses eine Wort, das du da gehabt hast. Akimbo. Genau, mit dem kommst du da an den Wachen vorbei. Dann brauchst du nur mit den Wachen reden. Das geht schon. Achso, dann geh mal rein. Genau. Gleich ganz vorne ist so ein etwas unscheinbarer Weg, der nach links weggeht. Aha. Gut, geh nochmal raus. Nein. Da, wo du schon warst gerade. Okay. Hinter der Mauer. Ja, an der Mauer entlang, meine ich. So. Und was? Und den Absturz jetzt hat Moment. Ich gehe nochmal zurück, genau. Ist vielleicht schade. Genau, okay. Der kleine Weg hier. Du bist die Frau, die unter allen Liebe gern ich die Hand auf deinen Busen schiebe. Das Gedicht ist ja auch, ey. Oh Gott, ist das schlecht. Hey, das war ein Folterkeller. Welchen Weg meint ihr? Du musst oben links, da links ist, ja, da, Moment, genau, da am Haus vorbei. Hinter dem linken Gebäude kannst du hergehen. Da siehst du auch einen kleinen Abzweig. Genau. Ah ja, okay, gut, das hatte ich nicht Nee, ich bin da davon. Ist das eigentlich egal, was man sich als Gedicht zusammenklickt? Wir werden es sehen. Wahrscheinlich kriegt das eh nicht richtig hin. Nee. Das mit der Lanze schwingen habe ich weggelassen. Danny, hast du auch mal bei dem Gedicht die erste Option mit den Vögeln genommen? Ich will dich überschütten mit perligem Wein. Du hast ja bei dem Gedicht, oder bevor du das Gedicht machen kannst, noch eine zweite Option mit diesen Liebesvögeln, die ja besorgen soll. Ne? Und hast du es geschafft? Du hast sie erschossen, du Idiot! Ja, sie sind immer davon geflogen. Ich fass es nicht. Kannst du eigentlich überhaupt nichts? Also ich klicke jetzt gerade hier auf dem Folter, auf der Streckbank. Ja, und was, warte mal, ich muss mal gucken. Und singe noch, bevor er gefoltert wird. Hier bin ich wieder. Kannst du mit dem Inquisitor noch mal reden, oder? Nee, das ist da eigentlich. Ich habe ein Gedicht aufgesagt. Sie hält dich für einen Perversen. Oh Gott, habe ich das falsch gemacht? Also ich hab möglichst jede sexuelle Beziehung, Anspielung vermieden. Oh, Alter. Ja, das war doch eigentlich recht einfach. Also immer das harmloseste wählen. Ja, das hab romantischste. Da habe ich wohl ein, zwei Mal Kokolores angeklickt. Dir fehlt die romantische Ader. Ein Lachen wie Honig erklingt aus deinem lieblichen Mund. Kein bisschen Fett an dir, kein einziges Pfund. Das ist doch romantisch, oder? Ja, Michael, ich glaube, da müssen wir einfach rausgehen, oder? Weil hier ist nichts mehr. Die ist ja weggelaufen. Wahrscheinlich muss man. Die wird wahrscheinlich wieder zurückgelaufen sein. In ihr Zimmer. Also ich komme bloß mit der Folterkammer mit der Zeit. Das passt echt nicht. Also. Manfred, geh mal raus. Moment. Gleich. Mhm. Zehnmal die Nacht bei mir ist keine Seltenheit.
das Thema Posaunentee. Ich glaube, man merkt, dass ich dazu müde bin. Schau mal, wo ich gerade stehe. Da ist so ein ganz kleiner Ansatz von dem Weg. Genau. Vor der Mauer. Ja. Dann kommst du hier rein. Den kannst du entlang gehen. Hinter das Gebäude. Ach so. Und da ist der Hund und dem musst du das Fahrzeug geben mit dem Pelz. Ja, aber die Frau ist weg oder ist in der Bar? Also? Ah, da geht's weiter. Okay, wunderbar. Danke. Jetzt hat genau. Kannst du denn nicht warten, bis ich dich ein wenig gefoltert habe, bevor du mit dem Singen anfängst? Schließlich soll mir meine Arbeit Spaß machen. Da kommst du jetzt nicht mehr hoch, oder? Einfach nicht. Aber ich probiere es mal mit der Bar, vielleicht kann ich schließlich einen Hinweis. Ja. Ah, endlich. Ich überleg's mir. Okay, jetzt bin ich auch im Folterkeller. Arne ist noch bei der Arbeit, schreibt er gerade. Also leider heute kein RSN-8887 aus Oklahoma hier dabei. Er muss leider noch ein wenig unterrichten. Schließlich soll ich meine Arbeit Spaß machen. Ich spreche, ey. Jetzt kommt sie rein. Ach, die ist in der Bar, tatsächlich. Ja, aber ich komme hier jetzt nicht raus. Wie, du kommst nicht raus? Ich komme hier aus dem Garten nicht raus. Verpasst nämlich den Hotspot. Ich bin nicht der Einzige, der zu doof ist, teilweise in so Sachen wieder zu verlassen. Kann man auch irgendwas mitnehmen im Folterkeller? Nee, ne? Einfach raus, ne? Habe ich jetzt gar nicht probiert. Nee, wollte das wohl nicht. Ich speichere erstmal wieder. Also jetzt geizt das Spiel aber wieder mit den Prozenten. Also man muss dem Hund diesen Fuchspelz geben. Nee, den Fuchspelz. Du musst den Fuchspelz auf dieses Fahrzeug, das du zusammenbaust, mit dem Schraubenzieher und der Kiste kombinieren. Jetzt. Mhm. Schraubenzieher mit dem ausgestreckten Finger benutzen. Jetzt macht er was genau, okay. Okay. Oh, Türen-Hotspots, ich liebe euch. Okay, jetzt geht's hier raus. Jetzt ist auch hier die Wache weg vom Thron. Aber es gibt keine es gibt hier keine neuen Hotspots zum Erkunden. So. 74,8. Wo seid ihr hingegangen? Wieder in ihr Zimmer oder wo seid ihr hingelaufen? Nee, in die Bar. Ist ja eigentlich irgendwie auch voll hohl. Ne? Man ist verhaftet worden, aber die Wachen salutieren hier einem immer noch. Naja. Ah, da ist sie. Ah. So, die muss jetzt eine Reisegenehmigung besorgen. Man muss, glaube ich, jetzt noch eine andere Location. Okay, jetzt funktioniert's. Herrlich. Hallo. Ich bin da zuversichtlich, wenn wir dann wirklich auf die Reise gehen, jetzt auf die Insel, die nur von Soldaten bevölkert ist. Okay. Sky City, aha. Wie komme ich zu Sky City? Für den Raumhafen wahrscheinlich, oder? Nee, so ein Gespräch war es hier gerade. Es gibt nur einen Weg hineinzukommen, als blinder Passagier auf einem Militärshuttle. In einer Frachtkiste. Die alle überprüft werden. Mhm. Die meisten zumindest. Außer die von ihrem Vater.
Ja, jetzt besorgt sie mir eine Reisegenehmigung. Angeblich. Vielleicht werde ich auch wieder verhaftet und gefoltert. Nee. Nee, glaube ich nicht. Die rennt jetzt hier zum Palast. Rennt? Bei mir schleicht sie eher. Ja. Aber wenn das Spiel technisch so wäre wie die von LucasArts oder Sierra, ne? Es wäre ein absolut geniales Spiel. So leidet es auf dem Amiga extrem unter der Technik. Ja. Die Amiga-Version ist echt. Da ist hier mal wieder ein extra Orden verdient, dass du dir die antust. Die hätten Charles Cecil fragen sollen mit ihrer Bass-Engine, Beneath the Steel Sky. Da wäre das super drin umgesetzt worden, glaube ich. Ja, der Rest ist also wirklich gut. Die Story ist. Grafikstil kommt doch, glaube ich, sehr nah an Bass ran, finde ich. Okay. Ach, jetzt hat sie mir die Reisegenehmigung besorgt. Okay. Ja, kann der Weg eigentlich noch jetzt zum Space Shuttle führen hier zum Flughafen? Ja. Schauen wir mal. Ich weiß jetzt aber nicht weiter. Da geht's nirgends weiter. Klar, hier hinten lang. Nee. Ich denke mal zurück zum Ort, wo wir hergekommen sind. Ich erwarte Kisten. Wäre ich jetzt auch hin. Da, wo abgeladen wird, wird auch. Ich muss mich hineinschmuggeln, sagt er gerade. Wo bist du denn da? Einfach am Gebäude vorbeigelaufen. Nach Norden wieder raus, ne? Ja. Da bin ich jetzt. Aber das geht jetzt wirklich überhaupt nicht mal weiter mit den Prozenten. 74,8. Ja, ich weiß, aber das ist jetzt halt irgendwie. Ich muss mich hineinschmuggeln. Waren hier noch irgendwo Kisten? Ne, die alte Frau war auch weg. Die alte Schachtel. Ich guck mir mal die Reise. Das ist eine Transportgenehmigung für Sky City. Ist eine Tür? Nee. Was haben wir noch? Rampe. Hat die in Kisten? Ach, oder warte mal, vielleicht musst du bei diesem Werkzeugladen gehen. Und da gibt es vielleicht Kisten. Oder sollten die nicht irgendwo im Palast sein? Oder im Labor. Wo wir beide nicht mehr reinkommen, weil wir keine Uniform mehr haben. Nee. Ich gehe nochmal zu dem Pornshop. Schlepper. Ja, geht da nicht hin zumindest. Also. Habe ich nämlich auch schon gesehen. Backwagen. Und wo ist wieder der Kumpel? Ist der jetzt weg? Er war nicht mehr in der Bar. Ist doch eine Tür. Wieso gehst du da nicht rein? Weil es nichts ist, ne? Ja, sieht nur so aus wie eine Tür. Okay. Warte schon mal in der Bar nochmal. Und da kommen wir doch raus und rein, weil da kommen wir ja her. Ah, da ist die Frau. Mit der kann man nur essen gehen. Muss man vielleicht doch wieder in den Palast? Vielleicht noch mal kurz mit dem Ladenbesitzer. Der Narn steht vorm Labor. Mal gucken. Wir reden mal wieder mit ihm. Geh zum Raumhafen und such mir eine Kiste. Oh, ey, es ist doch zum Kratzen. Das ist schlechtes Rätseldesign. Immer mit dem Reden und du kommst weiter. Ja. Ist dir nichts Besseres eingefallen? Wo steht der denn? Vom Labor. Vom Labor. Wo sind die Wachen? Die Forschungen finden jetzt, glaube ich, woanders statt. Kann man da jetzt wieder rein? Hab ich noch nicht probiert. Mal mit dem Barkeeper nochmal jetzt einen Dialog machen. Danke, dass du mich aus dem Knast geholt hast, kann man auswählen. Da kommt nur. Nein, ich kann es nicht sagen.
Okay, jetzt das macht voll Spaß. Kann ich ins Labor rein? Nee, Labor ist zu. Also ich komme nicht rein. Es sei denn, ich verpasse hier irgendwie den Hotspot, aber die Tür wird zwar noch angezeigt, aber er läuft nicht mehr rein. Ja. Er sucht jetzt die Kiste. Ja, ja, ich denke auch, wir müssen jetzt zum Flughafen und dann hat hier Forrest Gump vor uns dann die Kiste gefunden und dann... Ja, der ist halt echt immer so die Lösung. Ja, das ist ein bisschen langweilig, der war jetzt das dritte Mal. Ja. Du sagst ihm was, er macht's und das war die Lösung. Wenn es denn die Lösung war. Hier wissen steht jetzt eine Kiste, ja. Ach so, okay. Oh, ja, Lass mich raten, benutze Kiste. Ja, hier steht eine Kiste, aber da kommen wir nicht rein, oder? Ja, du einfach kannst den Zettel erstmal aufkleben. Aufkleben, genau. Ah, okay. Aber dann gehen wir nochmal ein bisschen von der Kiste weg. Hat die noch einen anderen Hotspot? Deckel oder so? Wäre. Oder brauchen wir jetzt noch ein Brecheisen aus dem... Anscheinend. Mal anschauen, die Kiste, ob es da irgendwas... Da steht nur Kiste. Ich habe mit der Kiste geredet. Ja, warte mal, da oben ist doch das, diese Hebevorrichtung. Vielleicht muss man da etwas machen. Wenn du mit der Kiste... Ja, er ist schon drin. Ja, dann lass mich rein. Mein Deckel geht auf, Deckel geht zu. Ich gehe jetzt einfach auf die Kiste drauf hin und jetzt geht er rein. Oder? Das ist es. Nicht benutzen, nicht öffnen, einfach gehen. Ja, und jetzt, was muss man machen mit dem einfach? Nee, reingehen. Einfach in die Kiste gehen. Ach so, dann ja. Geht's weiter. Ah, allerdings wird mir falsch rum abgestellt. Sehr schön. Oh, das ist gemütlich bestimmt. Zu zweit. Ich fühle mich etwas luftkrank. Küble bloß nicht in die Jacke. Die Übersetzung ist genial. Mir fällt da gerade was ein. Die Kisten werden durchsucht, wenn wir in Sky City ankommen. Wir suchen besser ein anderes Versteck. Wie kommen wir hier raus? Oh, ich kann ja das Schloss aufschießen. Nein, lieber nicht. Es ist viel zu eng hier. Kawum, kawum, kawum. Und dann fällt die Kiste komplett auseinander. So, mal eben kurz abschweigen. 78,6. Ja, Mensch, ich glaube, das schaffen wir heute dann doch noch. Du wolltest sagen, doch nicht. Geht ja kaum noch voran. Doch, das schaffen wir noch. Wo muss ich ja nochmal den Schlüssel hernehmen? Was? Den Schlüssel hier. Den Schlüssel hast du jetzt bekommen gehabt. Mhm. Kommt es, dass du den Wagen noch hast? Du musst den Pelz. Achso, du hast den Pelz nicht. Der Pelz ist aber. Ja, aber er war ja schon bei ihr im Zimmer und hat trotzdem noch das Fahrzeug. Ein Bug oder hast du eine andere Lösung gefunden, Manfred? Gibt es mehrere? Wie bist du an dem Hund vorbei? Da habe ich gesagt, der hat sich den Fuchs vorgeknüpft. Also die Reste liegen hier noch rum. Genau. Also hast du wieder aufgenommen? Keine Ahnung, also ich gebe zu, ich bin halt nicht so viel, ich bin halt etwas müde und da ist das Denken nicht so optimal. Ich spüre einfach nur mit dem Pelz rum, okay? Genau. Und mir fehlt immer noch die Uniform. Die Uniform, die kriegst du jetzt, wenn du den Typen ansprichst in der Bar. Komm, wir verstecken uns in der Fluchtkapsel. Oh ja, wofür ist dieser Knopf nicht? Ich hatte immer Angst gehabt, dass er nachts immer in den Palast kommen soll. Also. Aber gut, ich spaliere sie hin. Ja, das sind ja ein paar Sachen, die du mit dem Kollegen da erledigen musst.
Ein lieblich animierter Pixel, der jetzt zu Boden fällt in der Fluchtkapsel. Und Sky City ist natürlich jetzt über mir. Ey, der Lüfter funktioniert nicht. Ach du Scheiße. Mit dieser Taste wird die Fluchtkapsel rausgeschleudert. Gut gemacht, Narren. Alter. Er sagt zum anderen, bloß, dass er nicht vergessen, dass er frische Unterwäsche anzieht. Genau. Das ist der ganze Dialog. Ja, hier. Das ist der ganze Dialog hier. Marcel, geh mal ins Gebäude. Und warte mal ganz kurz. Einfach hier unten stehen bleiben. Mhm. Was richtet Narn jetzt wieder an? Steigt in den Lift. Was macht er da? Ja, jetzt ist der Aufzug kaputt. Jetzt können wir bestimmt die Treppen hochlatschen. Dann nehmen wir eben den anderen. Kavumm, nächster Aufzug kaputt. Ich hab nichts angefasst. Jetzt bleibt uns nur noch die Treppe. Nein! Er kriegt alles kaputt. Ich geh vor. Du machst eh alles nur kaputt. Na gut, dann gehen wir mal die Treppe hoch. Ist nicht einfacher, den Aufzug zu reparieren. Du kriegst dann eine Ach du Scheiße, kriegst du Animationen, siehst wo die gerade sind. Wie geil. War am Frachtraum noch irgendwas zu machen? Ich musste mal kurz austreten. Geh einfach raus. Du hättest mit Namen vorher noch mal reden sollen. Hör bitte auf, mir nachzugehen. Geh und jage nach Trüffeln. Mit dir rede ich nicht mehr. Du bleibst hier und hältst mir den Rücken frei. Wofür ist denn der Knopf? Geh und jag nach Trüffeln. Kann ich sie abknallen, bevor sie wegrennen? Nein, das sind... Ach, vergiss es. Oh Mann. Oder hör bitte auf, mir nachzugehen. Du brauchst da oben doch alle Hilfe, die du kriegen kannst. Dort wimmelt es nur so von Soldaten. Hör zu, ich habe mein Leben lang alleine gearbeitet. Ich habe dich vorher nicht gebraucht und ich brauche dich ganz sicher jetzt nicht. Mit dir rede ich nicht mehr. Das bleibt dann nur noch über. Schade. Ja, dann. Auf geht's. So, jetzt oben angekommen bin ich bei 80%. Das ist ja auch ein langer Weg. Ja. Dann hat die Lüfte. Wie viele Treppen sind das denn? Keine Ahnung, Nam. Nicht so viele. Sind wir schon oben? Noch nicht. Ich kann nicht mehr. Mir doch egal. Meine Beine tun weh. Wenn du nicht ruhig bist, tut dir bald noch mehr weh. Du bist schließlich an allem schuld. Ich habe überhaupt nichts getan. Zieh mich nicht so an. Ich war's nicht. Ich höre nichts. Ich höre nichts. Hubida Schubidu. Da oben ist eine Tür. Du hast recht. Bleib, wo du bist, Narren. Ich geh vor. Herrlich.
Oh ja, Space Invaderin, dir auch eine gute Nacht. Ich habe hier eine Brechstange. Dass wir den Hotspots hätten besser machen müssen. Ja. Entweder großzügiger oder irgendwie anders dann die Icons. Dass die automatisch sichtbar sind und du nicht das spezielle Icon brauchst. Immer dieses Hin- und Herschalten. Ja gut, die Automatik kam erst viel später, aber ich sehe auch das Hin- und Herschalten nicht als großes Problem. Aber du weißt ja nicht, wo jetzt der Hotspot bei dem Icon ist. Ja. Wo er aktiv ist. Hm. Wie kommt ihr jetzt hierher? Jede Menge Kartons. Und mit denen kann man bestimmt nichts machen. Michael, hast du die Brechstange? Nee, noch nicht. Also die war vorher in einem Hangar auf dem Boden. Hm. Ah, wo denn da? Moment. Da lag die. Warte mal, ich geh mal zurück. Wie seid ihr aus diesem Vorratsraum rausgekommen? Ich habe das berühmte Hotspot-Problem. Ich will durch die Tür gehen. Klick jetzt mal genau in den Rahmen. Nee, da lag die Brechstange unten, lag die irgendwo hier. Okay, muss ich ja mal mit der Lupe gucken. Ach so, ganz unten rechts, riesengroßes Ding, so türkisfarben, ne? Ja. Zumindest hier in der Amiga-Version, die fällt auf. Außerdem bleibt er genau da drüber stehen. Das ist lustig. Ja, jetzt haben wir mal einen Vorteil hier mit der Amiga-Version irgendwie. Zack, Riesenbrechstange. Ja, den Hotspot hier wieder nicht bei der Tür. Ah ja. In die Tür reinklicken. Achso, du warst schon eine Tür weiter, ja. Ja, ja. Ich hatte bei der ersten Tür das Problem, dass ich den Raum nicht verlassen habe. Nicht verlassen konnte. Ein Raumschiff, ein Militärschiff. Da hinten auch. Was ist das denn für eine Kugel? Damit werden die Raumschiffe aufgetankt. Und das da? Auch ein Militärschiff. Dann gehen wir mal durch die nächste Tür. Wobei, wenn ich schon die Brechstange sehe und die ganzen Kisten in dem ersten Raum oben, oh je. Ja, ja. Meinst du, man muss ganz zurückgehen? Ach, guck mal, wer hier ist. Im Kontrollraum. Ja, ich gehe nochmal ganz zurück. Eine Konsole, eine Tür. Ich hätte jetzt gedacht, die Tür aufbrechen mit der Brechstange da hinten, aber es geht nicht. Die sieht sehr stabil aus. Ein Laser. Oh, das erinnert mich ein bisschen an James Bond. Der Lauf eines hochwirksamen Laserstrahls. Ah. Wir sprechen erstmal mit ihr. Was hast du gemacht? Ich habe die Brechstange gefunden. Grün auf dunkelblauem Boden. Türkis auf blauem Boden. In der Amiga-Version war die eindeutig sichtbar. Manfred, brauchst du Tipps? Ich überlege gerade, wie ich weiterkomme. Also, keine Ahnung. Wieso, wo bist du denn jetzt gerade? Ich krieg den Kittel nicht. Ich kann den Schlüssel nicht einsetzen. Also, du musst mit dem Typen reden. Sagen, dass sie begeistert war von seinem Liebesbrief und das hatte ich. Und jetzt kommt was er treffen will. Hast du den anderen losgeschickt, um dir die Uniform zu besorgen? Es kommt bloß dieser Dialog hier, genau. Und dann, ach, dem vom Geschäft. Nein, dein Militärkollegen. Der ist weg irgendwo. Ist er vielleicht noch am Flughafen? Ach so, dann schaue ich mal. Dann schaue ich nochmal. Du kannst ihn in den Bar schicken und von dort aus dann befehligen. Du bist auch gerade im Gespräch mit ihr, ne? Ja. Der liebt es. Gibt es noch einen anderen Weg zum Kellergewölbe? Mein Vater hat diese Festung gebraucht gekauft. Vielleicht gibt es hier Geheimgänge, die ich nicht kenne. Du kannst doch ganz runtergehen wieder jetzt beim Turm. Man kann wieder ganz runtergehen? Ja. Hm. Da kommt auch keine Cutscene, sondern du bist einfach unten. Okay. Du bleibst hier, Mausi, bin bald zurück. Konsole. Gut.
Ich weiß jetzt, was es mit dem Kristall auf sich hat. Anscheinend speichert der IEVD all seine Akten in einer anderen Dimension, da es so viele gibt. Also beim Raumhafen sieht es bei mir bloß so aus. Wo ist er denn bei dir? Hast du ihn eventuell... Nee. Oder steht er... Der kann ja normalerweise nur Bau oder Raumhafen sein. Ja, oder am Labor, hattest du es mit dem Labor schon gemacht gehabt? Labor? Nee, kann er noch nicht, der hat ihre Uniform ja noch gar nicht. Und ja. du hast den Pelz noch gar nicht benutzt, ne? Doch, der Hund hat ihn schon zerlegt, also. Oder ist noch was kaputt? Weil normalerweise kannst du das Fahrzeug doch nicht wieder zurückholen, oder? Ich hab's nicht versucht. Vielleicht geht's auch ohne Fahrzeug. Weil der Hund ja da am Rumkauen war. Ich kann es nur mit dem Hund das Fahrzeug entgegenschicken, also ob sie da mal was tut. Ansonsten schaue ich bei euch zu, wie er weiter spielt. Ah, hier ist er wieder, hier steht er wieder. Wenn du genügend Sprengstoff dabei haben, um so eine Tür aufzukriegen, oder? Ja, aber jetzt weiß ich nicht mehr, was wir machen. Also ihr habt nur auch die Brechstange, sonst nichts. Ja. Ich rede Geheimtüren, weil der hat auch gesagt, es gibt ganz, oder es könnte Geheimtüren geben. Und wahrscheinlich muss man irgendwo eine Geheimtür aufbrechen. Also Brechstange und... Manfred, hast du alle Orte schon besucht? Weil normalerweise müsste Narben jetzt irgendwo stehen und muss mit dem reden. Also ich war schon überall. Vor dem Labor auch, ne? Genau, das sind die Wachen. Du hast sie vor das Labor geschickt, oder? Da ist niemand, also. Das riecht mir ein bisschen wirklich so nach Bug. Weil eigentlich brauchst du nur mit Namen reden. Und wenn er nicht da ist, kommst du natürlich nicht weiter. Den Schlüssel hast du ja, das heißt, du hast mit dem Forscher geredet. Der hat dir den Schlüssel gegeben. Und bei uns stand er in der Bar, ne? Bei uns allen. Ja. Ja. Das ist seltsam. Wann hast du es zuletzt gespeichert? Ich habe mehrere Spielstände, also mal schauen. Vielleicht vor dem Hund speichern, dann den Pelz mit dem... Also vom Hund habe ich abgespeichert, ja, aber dann war der auch schon weg. War der auch schon weg? Oder ist der einfach nur rechts im Bild gelaufen beim Flughafen? Der war einfach weg, also. Du musst ja fast die ganze Szene von vorne starten. Wenn er im Flughafen steht, dann gleich in die Bar checken. Wir haben ja nur die Bar, den Krämerladen, den Flughafen, das Labor und den Palast. Palast mit dem Eingang und den Hinterhof. Den Hinterhof, genau. Oder ich schaue einfach nur noch zu. Genau, nämlich ich hatte die Figur ist weg, also. Komisch. Dann schaue ich zu. Oh, nein. Das bleibt echt manchmal hängen bei der PC-Version. Ich vermute mal, du musst vielleicht hier irgendeinen verdammten Knopf drücken. Ach, warte mal. Hier ist doch ein Fahrstuhl. Ja, geht auch nicht. Den muss man wahrscheinlich noch verlieren. Er sagt doch irgendwas mit der Schalltafel. Die Schalltafel, die damit wurde... Es gibt einen Sicherungskasten unten, aber da kommt man nicht rein. Oder warte mal, vielleicht kommt man doch daran. Habt ihr schon mit den Kisten und der Brechstange da versucht? Ja. Ja. Wo hast du den Sicherungskasten entdeckt? In dem Raum mit den Kisten. Ja, also Sicherungskasten, das springt eigentlich einem so an ein bisschen. Ne? Das ist also... Geheime Gänge. Das ist ein Sicherungskasten. Fluchtkapsel kann ich auch nichts machen. So, warte mal. Ich bin jetzt nicht sicher, ob ich das Pixel hier richtig treffe.
Ich habe hier bloß in der Bar noch diese Tür, aber da geht er nicht durch. Also da steht dort. Das ist nur die Toilette, ja. Genau, da steht dort ein. Ach so, nee, genau. Das war bloß ein Gag. Kann man vielleicht mit dem Sicherungskasten sprechen? Ach, guck mal, da hinten. Wo? Da ist noch eine Kiste vor einer Tür, oder? Da hinten ist eine dunkle Tür, ist so, da steht eine Kiste vor. Und die Kiste kann man ohne Brechstange einfach wegschieben. Oh, tatsächlich. Tatsächlich. Dann hat sich da. Und dann kann man da rein. Okay. Weiterer Ausgang gegeben. Ja. Oh je. Wo sind wir denn jetzt? Das von auf der anderen Seite der Tür kann das sein. Und die Tür kommt mir doch bekannt vor. Ja. Das. Oh, weit gehen kann man hier aber nicht. Nee. Dann müssen wir doch mal das Augesymbol nehmen. Das ist die Tür. Ah, einfach runtergehen. Einfach nach unten klicken. Ich hätte. Ja, dann gehen wir einfach nach unten, nicht nach links. Springt er wieder runter. Flinte. Ohne Autsch meine Knie. Kiste. Ja, hier brauchen wir wahrscheinlich dann das Brecheisen. Okay, machen wir die Kiste auf und die Ding. Nee. Ja, die ganz große Kiste mit dem Brecheisen. Ja, die ganz große? Weil da war auch eine Klappe vorne dran. Rums, so. Und jetzt? Und jetzt? Braucht eine Karte, um sie zu öffnen. Für die Blinde. Das ist die Kiste, die ich gerade geöffnet habe. Ja, das ist ja schön. Ja, was passiert denn jetzt? Gar nichts, oder? Nehmen. Er guckt rein. Eine offene Kiste. Eine Maske, oder was ist das? Ein Ballon. Ein Ballon in der Form des Diktators. Guckt die Miriam zu? Nein, warum? Wegen dem Ballon. Okay, ist da noch sowas drin? Ja, ist noch was. Warte mal, ist, ja, noch was. Eine Gasflasche? Mhm. Das ist ja wunderbar. Wenn so ein paar Seile drin sind? Ja, ich glaube ja. Noch Ballons drin. Nur noch Ballons drin. Okay. So, und jetzt? Du kommst wieder raus? Einfach wieder hochklicken, oder? Ich komme nicht mehr hoch. Ah, ich habe eine Idee. Den Ballon aufblasen. Einfach, ich habe die Gasflasche mit dem Ballon erstmal kombiniert. Ach, so sieht der Ballon aus. So ein Riesending. Au. Benutzen musst du, oder was? Ja, benutze Ballon mit... Hilfe! Jetzt hier, na, hallo, Name. Der ballert mich doch jetzt runter, war klar. Ohne Kommentar. Schießt mich einfach ab und geht wieder. Das ist toll. Das ist super. Was hat mir das jetzt gebracht? Ja gut, du weißt, wo du dahinter kommst. Und jetzt brauchst du halt noch eine Karte. Wenn du dir das weißt, wie du mal angeschaut hast. Genau, wir brauchen jetzt... Drin, du brauchst eine Karte um. Wir brauchen jetzt eine Karte. Ich schaue sofort bloß dazu, gell. Wie gesagt, bei mir da geht nichts mehr weiter. Ich kann dir aber auch einen Spielstand rüberschicken. Nee, das passt schon. Also, wir sind bei 90,9%. Bitte? Ah, hast aber wieder einen Sprung gemacht. Oh jo, ja. 90,9, Meisterverbrecher. So, habt ihr unten alles angeguckt? Ich war nämlich unten, hab ja da nur war den... nicht so viel anzugucken, aber dieses runde Ding war interessant. Hab nur die Kiste nämlich aufgemacht. Ich habe mir noch gar nichts hier angeguckt oder versucht, aber gut, da ist nicht viel. Ja, stimmt. Jetzt muss ich wahrscheinlich wieder die Gasflaschen nehmen und einen neuen Ballon. Ja, du brauchst ja später den neuen Ballon wieder zum Flüchten. Okay, dann reden wir mal. Was hat das Ganze jetzt gebracht? Also das, achso gut, du hast den Geheimgang gefunden. Naja, Geheimgang, das ist ja, da kommst du auch vom normalen Wege hin durch die Tür, ne? Ja, wo kriegst du jetzt eine Karte? Vielleicht hat man da mir eine Karte. Eine Plinte? Was? Das ist irgendein Behälter. Mit der Frau sprechen. Hast du einen Hauptschlüssel? Dann bekommst du den Schlüssel. Diese Schlüsselkarte. Ja, habe ich auch bekommen. Der Hauptschlüssel ist Wüstensand.
Wie bitte? Mhm. Ja. Vermutlich das Passwort, das du da eingeben musst. Und wo kriegst du den Schlüssel? Was musst du von der Frau. Es gibt da keine neue Option. Doch. Gibt es noch einen anderen Weg zum Kellergewölbe? Hast du deinen Vater gesehen? Und dann hast du das Ding angeschaut? Was angeschaut? In der Mitte. Diese Plinte? Ja. Nee. Wenn du es anschaust, dann sagt er, da brauchst du Karte ja. Ah, okay, das hatte ich nicht. Ah, toll. So, Innocent Until Court kommt zum Ende, oder nicht? Wir werden gleich mehr wissen. Das ist schon ziemlich weit auf jeden Fall. 90% haben wir schon mal geschafft heute. Das ist schon mal Wahnsinn. Normalerweise wäre jetzt der Zeitpunkt, dass ich sage, wir schauen beim nächsten Mal weiter. Aber da wir jetzt so kurz vorm Ende sind. Vielleicht. Ja, da haben wir den Kristall. Jetzt. Genau, den Kristall. Nicht ablegen. Oh nee, muss man jetzt nochmal alles hier neu machen. Runterspringen und aufpumpen. Oh nee. Nur weil ich nicht geguckt habe. Jetzt holen wir uns hier wieder einen Ballon, damit wir wieder rauskommen. Yep. Und benutzen den wieder mit der Flasche. Aber warte mal, wo steht das denn? Ich habe jetzt hier die Plinte angeguckt. Du musst sie benutzen. Das habe ich nämlich auch jetzt erst gemacht. Mit der Lupe, oder? Oder so. Nee, mit dem Zeigefinger. Ah, mit dem Zeigefinger. Ja. So, wie kriegst du jetzt wieder einen Ballon? Achso, der Ballon ist da. Ja, okay. Okay, ich speichere mal das. Ich habe gerade ein ungutes Gefühl. 92,5%. So, wieder mit dem Ballon nach oben geflogen. So, Nein, du sollst nicht hinten in die Tür rein. Ich habe doch auf die weiße Tür geklickt, Junge. Ich speichere auch nochmal eine Runde ab. So, und dann schauen wir mal, ob wir jetzt hier zum Ende kommen. Das ist auch geil. Wir sollen ihr den Schlüssel wiedergeben. Jetzt ist der Schlüssel aber weg. Aber jetzt müssen wir den Kristall hier irgendwie einsetzen, ne? Bei dem Kontrollpanel. Also ich habe es einfach aufs Kontrollpult gelegt. Aber passiert nichts oder was? Nee. Wenn ich die Schalltafel betätige, passiert nichts. Wahrscheinlich muss ich den Laser irgendwie noch aktivieren, der da drüber schwebt. Gut, aber leg das Ding ja schon mal da ab. Das gehört also schon mal dahin. Dann noch mal eben hier mit Schatzi-Mausi reden. Nee, die hat nichts Neues. So, und du musst jetzt die Karte auf diese Plinte drauf machen, oder was? Ja. Dann bekommst du den Kristall. Was machst du denn da? Ich probiere raus, wie es dann auch wirklich funktioniert. Und wie willst du das machen? Kommt das mit der Steuerschuld? Hat nicht funktioniert. Ah, habe ich jetzt eine neue Option, wenn ich mit ihr rede? Nein, leider nicht. Du musst irgendwie, glaube ich, noch diesen Laser aktivieren, der da drüber schwebt. Hieß es nicht, der Kristall ist violettfarben. In der Amiga-Version hat er alle möglichen Farben, aber hauptsächlich rot und grau. Hm. Ah.
Müssen wir mit Namen nochmal reden? Mal gucken, Namen steht da oben so. Der Vater muss ja eigentlich auch noch irgendwie auftauchen, ne? So ein Endkampf fehlt ja auch noch so eine. Ja. Weißt du, was noch fehlt? Ein Minispiel. So kurz vorm Ende. So ein Labyrinth. Ja, irgendwie sowas. So ein Spielzeitstrecker, wo wir dann noch eine Stunde beschäftigt sind. Am besten wieder mit Bugs. Für die letzten 5%, genau. Das wär's. Wart ab. Nochmal so ein schönes Labyrinth. Einfach das Minispiel, was wir schon mal hatten, nochmal nur anders. Mit einem anderen Labyrinth. Geh mit dem was? An, bringt nichts. Kannst du nicht mehr reden. Also, was könnte das? 5%, 94,6. Vielleicht sollte ich gleich nochmal speichern, sobald ich im Kontrollraum bin. Habt ihr denn jetzt auch den... Was habt ihr gemacht mit dem Kristall? Auf die Konsole gelegt. Aber er sagt irgendwas, dass irgendwas mit dem Laser muss er noch machen. Ja. Wenn die Konsole nicht reagieren will, nehmen wir die Brechstange. Nein, erstmal speichern. Aber Marcel, du hast auch vergessen, die Plinte zu benutzen. Ihr Vater ist da. Ja. Ihr Vater ist da. Wie hast du den hergekriegt? Bin aus dem Bild raus und wieder rein. Ich speichere auch nochmal ab, dann. Endlich stehen wir uns gegenüber, Herr Ladd. Oh, hey, er sieht aber auch aus hier wie eine Mischung aus Dracula und Elvis. Keine Ahnung. Ich habe gesagt, dieser Zod von Flash Gordon. Stimmt. Oh doch, der Kristall, den du so lange vergeblich für deine eigenen Zwecke zu nutzen versuchst, ist Transatorn. Was? Aber Ruthie sagte, er sei... Oh, der Text geht viel zu schnell. Ich habe die Textgeschwindigkeit vorhin hochgedreht, das war zu schnell. Kann nicht mehr mitlesen. Der kommt aber nicht sofort. Muss wahrscheinlich wirklich irgendwie... Ach, stimmt. Ist einfach... Wann kam der denn? Du bist im Nann gerannt, oder was? Ja, du kannst rausgehen, wieder rein, scheinbar. Nee, geht nicht. Nee, noch nicht. Ich red erstmal nochmal mit ihr. Vielleicht dann raus und rein. Hast du deinen Vater schon gesehen? Ist nämlich so eine Option. Genau, vielleicht ist das der Triggerpunkt. Das kann sein, den habe ich ihm ja angewendet. Nein, er würde durchdrehen, wenn er mich mit dir finden würde. Ey, das ist echt ärgerlich. Wenn ihr da gleich seid, bitte mal dann die Texte vorlesen, weil die sind echt lustig und bei mir rasen die nur so durch, weil ich die Textgeschwindigkeit so schnell eingestellt habe. Und das nervt mich auch, dass ich jetzt hier nicht zurückgehen kann und das nochmal, aber naja, ich bin halt wahrscheinlich gerade kurz davor, das abzuschließen. Du willst also, dass ich es benutze? Da tue ich... Nee, es geht zu schnell, kann ich hier mitlesen. Die Föderation wird dich dafür büßen lassen. Keiner kann mich davon abhalten, das Transatron jetzt zu benutzen. Im Moment, wo du es benutzt, wird man sich die... Oh Gott, ist doch schnell. Nee, es geht nicht. Oder du musst zum Nahen zurück. Marcel, bei dir kommt auch nicht. Ich habe es jetzt zweimal versucht. Was gibt es denn hier noch? Du musst den... Die Konsole habe ich noch nicht benutzt. Wie hoch ist dein Einsatz? 1 Million Credits? Ich gebe dir ein Jahr lang Modetipps. Ich setze mein Leben darauf. Ich habe nichts, was ich verwenden könnte. 1 Million Credits. Du hast keinen einzigen Credit. Und wenn doch, gehört in der IEVD. Willst du immer noch wetten? Worauf du dich verlassen kannst. Was setzt du jetzt? Ich gebe dir ein Jahr lang Modetipps. Dein Rat kannst du dir sparen. Meine prunkvollen Klamotten und Juwelen kaufe ich bei Größenwahnsinnige R Us. Willst du immer noch wetten? Worauf du dich verlassen kannst? Was setzt du jetzt? Ich setze mein Leben darauf. Du wirst eh die ewigen Jagdgründe eingehen, sobald ich von deinen Frechheiten genug habe. Ich werde dich davon abhalten. Du wirst schon sehen. Okay. Damit ist der Dialog jetzt beendet. Jetzt kann ich wieder mit ihr reden. Schnell, Ruthie, du musst mir einen Gefallen tun. Was willst du? Heirate mich, was? Keine Angst, ich will damit nur deinen Vater etwas ärgern. Die Mitgift. Genau. Okay, ich mach's. Ich spreche das wieder, wenn ich dein Vater fähig bin. Wie hast du es denn geschafft jetzt, Marcel?
Ach so, du musst die Konsole einmal benutzen. Die Konsole ist nicht die Konsole im Vordergrund, sondern das, wo du den Kristall reingelegt hast. Genau. So, genau. Und jetzt raus und rein, und das ist der Triggerpunkt. Was setzt du jetzt? Wenn ich verliere, kannst du die Mitgift behalten. Was für eine Mitgift? Die Mitgift, die du mir gibst, wenn ich deine Tochter heirate. Du wirst Ruthie nicht heiraten. Oh doch, ich habe ihr gerade einen Antrag gemacht. Sie hat ja gesagt. Nein, sie wird dich nicht heiraten. Du bist nur ein ganz gewöhnlicher Dieb. Wer ist hier gewöhnlich? Ich komme aus gutem Haus. Ich verkaufe ihre Hand an den Meistbietenden. Du musst mir Geld dafür bieten. Nicht laut Seite 352, Paragraph 12, Absatz 3a des Handbuchs für königliche Etikette. Oh, es geht zu schnell, sorry. Oh, wie geil, ey. Heißt es, dass ich den Geldbuch genau, außer du gewinnst gegen mich. Aber lassen Sie den Einsatz erhöhen. Wenn ich gewinne, kannst du meine Tochter auf keinen Fall heiraten. Abgemacht. Mach dich auf eine Überraschung gefasst. Ich warte an der Treppe auf dich, sagt sie. Okay, was ist jetzt hier los? Endkampf oder was? Jetzt startet er das Ding. Der Laser schießt auf den Kristall. Das sollte eigentlich nicht passieren. Was hast du getan? Und tschüss. Hä? Was? Das ging vom Text ja zu schnell. Das habe ich total verpasst. Ach hier, unser Kumpel. Keine Panik, ich helfe dir da raus. Oh je. Du hast den Kristall beschädigt. Ist das schlimm? Ja, verschwinde. Nein, mein Kristall. Ah, und jetzt hier. Ich ist auch abgeschossen worden. Genau. So habe ich es mir vorgestellt. Jawohl, und die ganze Stadt wird ausgelöscht. Oh, ist das herrlich, aus Slapstick. Oh, wir haben es geschafft. Schade um deinen Vater, ob er es wohl überlegt hat. Ach ja, der Text ist wieder viel zu schnell, dass ich mitlesen kann. Das Ende ist das Beste. Oh, Lana zerwischt. Ja. Vogel abgeschossen. Im wahrsten Sinne des Wortes. Aber jetzt hier die Endszene, die ist der Knaller. Die Endszene, ey, die ist der absolute Knaller. Red mal. Ja, kurz. Wenn ihr kurz nicht redet. Er fand bestimmt ein Plätzchen, wo er vor der Explosion geschützt war. Lass uns heiraten, wir brauchen keine Feierlichkeit und den ganzen Kram. Wir können die Ehe ja gleich vollziehen. Schwein. Marcel ist da bei dir abgestürzt. Kein Ton? Genau, ich hab extra Pause gemacht, weil ich glaube, das haben wir noch nicht gesehen im Stream. Hier ist die Szene, als die, nachdem Nahen sich oben durchgeballert hat, fällt er dann aus dem Fenster, hat aber glücklicherweise auf magische Weise einen Fallschirm und sieht einen Vogel und ballert ihn jetzt ab, ohne Rücksicht auf Verluste, wie immer. Tja, schade. Ich hoffe, du kommst gut unten an, Nahen. Ganz zum Schluss die allerletzte Szene. Was? Lass uns heiraten? Achte mal auf seine Hand. Ach so, ja, okay, kann ich mir schon vorstellen. Wir können die Ehe ja gleich vollziehen. Und dann kneift er ihr hin den Hintern. Klatsch! Wein! Ja, schön. Ja, haben wir es geschafft, Jungs. Der Abspann. Ob danach noch was kommt? Keine Ahnung. Ja, ich hätte nicht gedacht, dass es so gut läuft.
Der Abspann endet mit dem Bildschirm wie bei mir. Ende von Innocent Until Caught. Ein Wiedersehen mit Jack Ladd gibt es in Innocent 2 Into the Corruption. Ja, ja, das ist dann nicht hieß dann doch etwas anderes. Innocent 2 hieß dann am Ende Guilty. Ah. Stimmt. Und war ein absoluter Flop, oder? Ja, also man hat nicht viel davon gehört. Ich habe die CD sogar. Ich habe sie auch daheim, notfalls, ja. Falls ihr uns entscheiden solltet, die auch nochmal reinzuschauen. Ich gucke mir das mal an, ob sich das lohnt. Also interessieren würde mich das Ganze natürlich jetzt irgendwie schon. Ja, haben wir es geschafft, wa? Cool. Amiga-Code-Umsetzung, Glühen Candle. Ich glaube, das war so spät. Ich glaube, die haben den, wenn das Original auf dem PC in C programmiert war, haben sie wahrscheinlich das auch in C auf dem Amiga einfach versucht, dann so zu machen, dass es da kompiliert und dann irgendwie läuft. Weil so läuft es dann auch. Ja, genau. Möglichst billig halt noch, kann man ja auch verstehen. Aber oh, schade. Das wäre ein richtig geniales Spiel. Was ich richtig schade finde, das ScumVM-Team hat bei Divide by Zero angefragt, ob sie es übernehmen dürfen. Und leider hat der Hersteller verneint. Mhm. Also die durften das nicht ins ScumVM einbinden. Ja, das ist ärgerlich. Oder hätte man vielleicht einiges noch an der Engine reparieren können. Das ist ärgerlich, echt. Ja. Dann hätte ich die Amiga-Version in ScumVM gespielt. Vielleicht wäre der Mausfall, wäre die Steuerung dann vernünftig. Ja, vielleicht wäre einiges deutlich besser gewesen. Und auch halt schade bei Manfred, dass er da nicht weiterkam, ne? Mit dem. Ach, ist nicht schlimm, ich habe das Zuschauer hat auch Spaß gemacht. Also das scheint wirklich ein Bug zu sein. Schlimm. Ja. Ja. Das Namen einfach dann verschwunden ist, komischerweise. Aber Gott sei Dank nicht doch noch so ein Labyrinth-Spiel. Puh. Nee, da hätte ich auch ehrlich gesagt nicht wirklich Böcke drauf gehabt. Ja, das wäre jetzt auch so, also auch, wenn man jetzt mal hier zum Fazit kommen möchte. Ein klasse Point-and-Click-Adventure mit einer super lustigen Geschichte und eigentlich auch einem dann irgendwie doch recht sympathischen Hauptcharakter, dem Jack T. Ladd. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe ihn über die drei Folgen wirklich so ein bisschen lieb gewonnen. Und ich werde auf jeden Fall mir den zweiten Teil mal angucken, was sich da so im Netz tummelt, so an Play-Videos oder was in der Richtung. Also irgendwie hätte ich da schon Bock drauf, aber ich habe halt auch gehört, dass der zweite Teil der halt eben richtig mies sein soll. Von daher, vielleicht behält man dann Jack T. Ladd besser in der Erinnerung, die wir jetzt irgendwie nach den drei Teilen hatten. Ja, wunderschönes Point-and-Click-Adventure. Grafik ist super schön gezeichnet, auch irgendwie immer noch gut anzusehen. Also ist sehr gut gealtert. Ich finde ich habe es in der DOS-Box unter Windows 10 gespielt, habe dann dementsprechend nur eine Soundblaster-Emulation gehabt, aber ich fand den Sound eigentlich gar nicht mal so schlecht. Also da habe ich schon wesentlich schlechtere Point-and-Click-Adventures gespielt, vom Sound her. Ja, tolles Adventure, tolle Story, tolle Grafiken. Kann man wirklich jedem Point-and-Click interessierten Menschen mal empfehlen, sich das anzuschauen. Besonderer Hinweis von meiner Seite auch nochmal auf die deutsche Übersetzung, die einfach wirklich grandios ist. Also so viel Schnodderdeutsch, sag ich mal, habe ich schon lange nicht mehr gehört. Also richtig schön. Ja, was sagt ihr so dazu? Ja, mehr Schnodderdeutsch gibt es nur in Bud Spencer und Terence Hill Filmen. Das passt wirklich so original. Ich hatte es ja schon erwähnt, ne? Ich habe ja die Amiga-Version gespielt. Spiel ist wirklich auch toll. Ich mag die Atmosphäre. Ich hasse die technische Umsetzung auf dem Amiga. Ich weiß, dass da definitiv mehr drin gewesen wäre. Aber vermutlich zu der Zeit, als es rauskam, nicht mehr gewollt war. Weil der Amiga kurz vorm Ende war, die Raubkopierer-Szene übermächtig. Da wurde von meinem Gefühl her wahrscheinlich einfach der Quelltext auf dem PC, auf dem es höchstwahrscheinlich auch entwickelt wurde, umgesetzt auf dem Amiga, irgendwie ans Laufen gebracht und so steuert es sich. Ne? Es ist teilweise unendlich langsam. Jeder Dialog,
jede Sprechblase, die zusätzlich aufgeht, macht es noch mal langsamer. Es war teilweise so, dann hatte man noch 2 Bilder pro Sekunde, wie man den Mauspfeil bewegen konnte. Also wenn der Mauspfeil ja wenigstens flüssig wäre, aber wenn man versucht, mit 2 Bildern pro Sekunde oder weniger, dann mit der Maus versucht, so eine Dialogzeile zu treffen und immer wieder dran vorbeihuscht, das war total nervig so. Und wenn das nicht wäre, hätte ich zumindest noch ein bisschen die Steuerung zu bemängeln, die man auf jeden Fall ergonomischer, schöner hätte gestalten können. Dieses Hin und Her, dieses Durchschalten, dass man erstmal was auswählen muss, wie ganz früher in den LucasArts Adventures, ich glaube, What Is hieß es, dass man dann überhaupt erst die Hotspots sieht. Die Hotspots hätte man einfach direkt sehen können, dann hätte man schon mal mindestens auf ein Icon verzichten können. Und ja, aber ansonsten, es lebt wirklich von der Atmosphäre und den Dialogen. Die sind echt toll gemacht. Ja, Manfred, du wirst dann einen Bug-Report einreichen bei Divided by Zero. Nee, wie gesagt, das passt schon. Und vor allem, was mich halt genervt hat, waren eben diese Hotspot-Abfrage und dieses komische Inventory-System. Aber ich muss zugeben, gerade so zum Ende hinaus hat mir das Game richtig Spaß gemacht. Also die Grafik war toll, wirklich schöne Atmosphäre. Also ja, also 2D, meine Klick altert halt doch gut. Also ja, also einziger richtiger Minuspunkt ist auf jeden Fall das Labyrinth. Das ist einfach, was sie sich damit gedacht haben. Das war wirklich, also dieses künstliche Strecken des Spiels, der Spiellänge. Weil das vielleicht auch nicht so ein Problem noch gewesen wäre, wenn die Steuerung funktioniert hätte. Ja, aber das spiegelt ja auch wieder, wie präzise oder wie unpräzise halt eben der Cursor halt eben da funktioniert. Ja. Jetzt zum Schluss in der Raumstation war es ja auch so, oder dieser Sky, dieser Wolkenstadt, dass man selbst, wenn das nur ein Weg ist, über so eine Brücke mit einem großen Torbogen, dann kommt man da nicht nach unten, weil man muss halt eben direkt in den Türrahmen klicken. Ja, gut. Ich hätte noch eine gemeine Idee gehabt fürs Finale. In diesem Labyrinth dem Laser ausweichen. Ja, das hat es auf die Palme gebracht, ja. Eine Spitze gebracht, ja. Ingo. Ja, also ich muss sagen, ich kam ja auch in der ersten Folge mit der Steuerung überhaupt nicht zurecht, aber das hat sich jetzt dann irgendwann mal gebessert. Also man hat sich dann irgendwie eingeruckelt, beziehungsweise synchronisiert. Und irgendwann mal hat es dann nicht mehr gestört. Also heute war das eigentlich ganz okay. Man hat sich dran gewöhnt und ich glaube, es gab auch nicht mehr so viele Pixel-Spotting oder was man betreiben musste. Also das war jetzt irgendwie intuitiver. Und was ich ja interessant finde, dass wir ohne Komplettlösung das durchgespielt haben, weil es, was auch nicht jetzt unbedingt bei allen Adventure oder Point-and-Click-Adventures aus der Zeit geht. Also ich habe ja auch mal hier Longest Journey mal angespielt, ja, ein paar Stunden, und da finde ich die Rätsel deutlich komplizierter. Ja, und also insgesamt sehr gutes Spiel, schöne Atmosphäre, auch schöne Texte, das macht Spaß, weil oft ist es halt auch so, dass auch bei modernen Adventures, dass einem die Story überhaupt nicht interessiert und kalt lässt. Und hier war das eigentlich so ein ja richtig tolles Adventure. Hat mich irgendwie ein bisschen vielleicht auch an, jetzt bitte schlagt mich nicht an Deponia erinnert, so ein Ticken bisschen. So. Ja, da gebe ich dir recht, also vor allen Dingen auch wegen Humor. Ja, also das könnte eigentlich jetzt auch der Typ aus Deponia gewesen sein, so ein bisschen. Der Rufus, ja, so ein bisschen, ja. Ne? Selbe flachsige Art, so ein bisschen, ja. Ja. Doch, da gebe ich dir recht. Oder man hätte das in der Welt umsetzen können, glaube ich, ja. Aber gut, vielleicht ist deswegen auch die Deponia-Reihe so erfolgreich. Ja, nicht überall, aber das wäre ein anderes Thema. Und das Spiel werden wir hier auch nicht spielen, das ist zu modern. Vielleicht in 20 Jahren. Du wirst lachen, Ingo. Bei dem Rätsel mit Anziehen der Uniform musste ich zwangsläufig an das Musikrätsel in Deponia denken. Ja. Weil das finde ich eins der allerbesten Rätsel in der gesamten Adventure-Geschichte. Ich bin nicht draufgekommen bei Deponia, aber es ist so genial gemacht. Ja, ich möchte es nicht spoilern. Deponia polarisiert, aber gut, das ist ein anderes Thema. Das können wir am Stammtisch mal. Genau, können wir vielleicht. Ich musste tatsächlich an der Stelle aber eher an das Ziegenrätsel denken. Weil das ist so eine Mechanik, die benutzt du genau ein einziges Mal. Aus Baphomets Fluch. Ja, das Ziegenrätsel, ja. Stimmt, ja. Das berühmte Ziegenrätsel. Doch, das passt auch, genau. Du benutzt einmal genau etwas, was du sonst nie benutzt und was du wohl auch gar nicht umständlich weißt, dass es geht. Ja.
Genau. Das wäre jetzt... eher zufällig rausgefunden, dass da Taschen sind, aber dass du dich da umziehen kannst, hat keiner gesagt. Und Handbücher liest ja keiner. Da fand ich es aber immerhin gut, dass man nur diesen einen einzigen Raum hatte. Man hatte also nicht mehr diverseste Möglichkeiten. Das hat wirklich die Optionen ganz stark eingeschränkt. Stell dir vor, du hättest noch überall hingehen können. Und dann hättest du versucht, mit der Toilette vielleicht irgendwas noch am Flughafen in eine Tür reinzugehen oder irgendwo, wo du dich verstecken kannst. Das war praktisch, dass du beschränkt warst auf diesen einen einzigen Raum, wo kaum Hotspots waren. Du besitzt aber das Handbuch, Michael. Ja klar, aber ich hab's gelesen. Ich gucke jetzt gerade mal im Status. Ja. Im Handbuch steht's drin. Wenn man im Handbuch auf Seite 50 geht, da wird dann der Status-Screen erklärt und dann steht da Jack T. Ladd. Jack can wear a variety of clothes, store objects in his pockets or use objects on himself. Da wird das dann quasi nochmal... Das ist doch mal, was ich anmerken will. Ein Handbuch mit 64 Seiten für einen Adventure. Ja, ne? Also ich, ist doch schön, du hast viel zu lesen. Ja, genau deswegen liest ja keiner. Und was ich auch nochmal anmerken möchte, das ist auch ein Relikt aus vergangener Zeit, das ist im Handbuch wie heutzutage die Tutorial-Mission bei modernen Spielen, gibt es hier halt auch ab Seite, im englischen Handbuch ab Seite 58, beziehungsweise das ganze komplette Kapitel 5 ab Seite 57 nennt sich Help, I'm stuck und zu gut Deutsch Hilfe, ich hänge fest. Und da findet man wirklich dann auch so ein paar Tipps, wie man halt in das Spiel reinkommt, um halt eben auch die Mechanik zu verstehen. Finde ich sehr cool gemacht. Im Allgemeinen, das Handbuch ist schön. Also ist ein sehr schönes Handbuch für ein Point-and-Click-Adventure. Und wenn ihr das Spiel selber nicht habt und ihr möchtet das mal zocken, das könnt ihr natürlich bei GOG kann man das runterladen, ne? Ich glaube nicht. Nicht? Mir ist jetzt nicht bekannt, dass es irgendwo käuflich zu erwerben wäre. Außer im Second-Hand-Shop. Okay. Nichtsdestotrotz. Aber ich schaue gleich nochmal nach. Was sehr lustig ist im Handbuch, ist die linke Seite das ist so grafisch unterlegt. Und die linke Seite sind immer alte Geldscheine. Und da sieht man unter anderem auch den alten 20-Mark-Schein. Und den alten 50-Mark-Schein. Finde ich sehr witzig, weil mit Geld das ist jetzt bezogen auf die Schulden. Und ich glaube, was ist da noch zu sehen? Sind das American Express Traveler Checks? Ich glaube ja. Oder vertue ich mich da jetzt gerade? Auf jeden Fall ganz deutlich der alte 20-Mark-Schein mit dieser mit der 20 und dann dieser was ist das? Eine Geige ist das nicht, ne? Die Buchtzka mit der 20-Mark-Schein. Genau. Teilweise abgebildet. Und etwas weiter oben hast du noch bis auf so einen 50er zu sehen. Ja? Genau, finde ich voll cool. Also. Auch den Rest kenne ich nicht so ganz. Nee, ich glaube, das eine. So ist das doch noch griechisch. Ah, ist griechisch? Ah ja, ist eine griechische. Da müssten wir hier, der Berliner. Ah, und Phil meldet sich auch gerade im Chat. Brotbox 64. Brotbox 64 wird hier gleich übernehmen. Also jetzt nicht hier direkt bei mir, aber der Brotbox 64 wird gleich den Kanal hier übernehmen und wird euch Nachteulen und sonstige Schlaflose mit Super Nintendo Games unterhalten. Und es geht heute um Racing Games, also um Rennspiele auf dem Super Nintendo oder so. Also bleibt dran, wenn ihr nichts Besseres zu tun habt, wenn ihr nicht schlafen könnt. Hier geht's gleich definitiv weiter mit interessanten Retro-Games. Und ich würde mal sagen, wir vier verabschieden uns, fünf verabschieden uns jetzt für heute. Nächste Woche geht's an dieser Stelle natürlich weiter, aber da wir nun heute unerwartet zu Ende gespielt haben, muss ich jetzt Brainstorming betreiben und mir bis zum Dienstag in der nächsten Woche ein neues Spiel aus meinem Hütchen ziehen.
Falls ihr eine Anregung habt, jetzt muss ich gucken, dass ich die richtige Hand hebe. Nein, ich muss die andere Hand heben. Da drüben. Da, genau da. Steht meine E-Mail-Adresse. Schickt mir doch sonst mal ein paar Vorschläge. Am besten bis zum kommenden Wochenende, also dem, das ist dann, heute haben wir den ersten, das ist dann der fünfte. Bis zum 5.6. schickt mir doch sonst noch mal ein paar Vorschläge an Games, die wir halt hier mal gemeinsam durchzocken können. Vorzugsweise sage ich jetzt mal ruhig Point-and-Click-Adventures oder irgendwas in die Richtung. Meinetwegen auch irgendwas Action-Adventure-mäßiges, so in der Form von Flashback, obwohl Flashback möchte ich hier nicht spielen. Das ist schon an anderer Stelle zu oft durchgezockt worden. Naja, und andere Titel, die wir schon im Videostammtisch bespielt haben, die müssen hier natürlich auch nicht auftauchen. Ja, Wasteland 2. Malaka, Ramoto Tismanasu Malaka. Ey, du hast doch echt einen an der Murmel. Also, nee, Greco. Also das zocken wir jetzt hier auf gar keinen Fall. Point-and-Click-Adventures, die man innerhalb von, ich sag jetzt mal, 12, 13 Stunden durchspielen kann, dass wir so auf 4-5 Stunden irgendwie kommen. Ja, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. In diesem Sinne, bleibt gesund. Morgen Abend geht's an dieser Stelle mit mir hier weiter ab 21 Uhr. Ich werde einen Gast auch morgen hier haben. Es geht morgen in den Retro-Komport Hardware-Talk. Ab 21 Uhr geht's dann hier erstmal wieder los. Und ich erzeige euch morgen mal meinen heißgeliebten Archon Archimedes A3000 und meinen noch mehr heißgeliebten Archon RISC PC 700 mit Strong-Arm-Prozessor. Und wenn alles klappt und die Leitung nicht kaputt geht, dann darf ich den an lieben Andreas von Andreas Zahl, den ja auch viele von euch hier kennen aus dem Retro-Kompott, beziehungsweise den Besitzer des Kautzner Computermuseums hier mit begrüßen, da er auch ein Archon-Fan ist und auch ein Archon Archimedes besitzt. Ja, vielen, vielen Dank, Inso, vielen, vielen Dank, Powerlord X, vielen, vielen Dank, Space Invaderin und an alle anderen, denen das hier gefällt. Ich habe heute, wie gesagt, ich habe einen neuen Streaming-Rechner und ich habe gerade gesehen, die Overlays sind auch noch nicht so hundertprozentig eingerichtet. Es fehlt unten nochmal der Hinweis, Formate wie dieses sind natürlich nur möglich, da Patrick und Robin mir halt eben hier diesen Sendeplatz halt eben geben können. Und das geht natürlich nur, weil viele Leute den Retro-Kompott schon unterstützen, aber weitere Unterstützer sind immer, immer gerne gefragt. Also geht auf Patreon oder Steady und unterstützt den Retro-Kompott-Podcast. In diesem Sinne, bleibt gesund. Wir sehen uns morgen Abend hier wieder. Und ich und meine Videospielkrieger sehen uns. Wir sehen uns dann mit euch, wenn ihr Bock habt, am Dienstag hier wieder um 20.30 Uhr mit einem neuen Game. Macht's gut, euer Danny. Grüßt euch. Tschüss. Tschüss. Servus. Servus.